herzlich willkommen bei uns. Danke. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute zugesagt hast. Danke. Und zu uns vorbeikommst. Danke. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu bestellen hast. Ist so gut, dann muss ich da noch eine Front halten. Ey, das ist alles super. Ich glaube schon, oder Ben? Ja, ich habe beides gehört. Alles sehr gut. Nein, das ist alles gut. Eben schön bist du da. Erste Frage, ja, was hast du jetzt vorher gemacht, bevor du hierher bist? Nebst dem Autofahren? Geschaffen. Geschaffen? Geschaffen, ja. Also ich habe ja eigene Praxis und bis um 4:30 einen Patienten gehabt. Und es war ein bisschen stressig gewesen, noch bin ich gerade abgefahren, also eben wegen dem Verkehr noch schnell hierher gekommen. Aber ja, den ganzen Tag geschafft heute eigentlich. Geschafft, also eben, wir haben ja dafür dein Gym einrichten, oder dein Gym, dein Physio-Gym sozusagen. Ja, es ist halt schon nicht normal. Also, es ist also nicht normal, es ist halt schon nicht der klassische Physio so, oder wir sind, also vielleicht schnell sagen für die, die es nicht wissen, ich und meine Geschäftspartner machen beide Leistungssport. Und dann haben wir im März dieses Jahr eine neue Praxis aufgetan und haben die so eingerichtet, aber auch, dass wir selber trainieren können, oder? Und haben ein bisschen Gewicht gebraucht, oder? Und sind aber mittlerweile schon froh, dass wir für Patienten auch so eingerichtet sind, oder? Mit dem Platz, mit dem Boden und alles, und dass wir da ein bisschen kreativ sein können. Cool! Und jetzt seit dem März, du sagst, haben wir gestartet, wie hat sich das entwickelt seit März und jetzt haben wir fast November, ja? Ja, mega gut, also wir haben die Arbeit, das tätscht. Es ist ein bisschen fluchend, also ich schlafe nicht schlecht mit dem, aber es weiß ja, wie es ist, oder? Mehr Arbeit ist immer gut. Aber es ist sicher so, dass es ein bisschen blöd ist, weil wir halt unsere Trainings selber noch gebunden sind. Und dabei ist sich das immer ein bisschen, weißt, Unternehmer sind auf der einen Seite, oder immer vorwärts. Und auf der anderen Seite, ja, musst halt schon schauen, dass der Sport nicht zu kurz kommt. Weil wir haben wirklich gesagt, wir möchten das Geschäft. Aber solange wir noch Karriere haben, weißt, muss es ja einfach Vorrang haben, oder? Und cool. Jetzt sind wir auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, oder? Weil wir kommen nicht drum herum. Aber, es ist noch schwierig, einen neuen zu finden, aber wir sind da guten Mut, dass wir irgendjemanden finden, der auch so das Interesse, wie wir haben am Physio sein, der aber auch selber aus dem Sport kommt. Das ist uns einfach wichtig, oder? Weil wir sind nicht so klassische Physio, einfach so ein bisschen Hausfrauen-Physio, sage ich jetzt mal. Wir haben zwar die Patienten auch, aber schon viel auch aus dem Sport, und das ist schon wichtig, dass du es auch verstehst. Wow. Also, und wo müssen die Leute sich melden, wenn sie jetzt gerade jemanden zulässt, wo es... Ja, gerade bei, also nein, unsere Praxis heisst der Physio-Olymp, ist auch auf Insta und so, oder auf der Homepage, und also weißt, wir suchen nicht über die klassischen Stellenportale Leute, weil da haben wir keinen Bock drauf, 100 Bewerbungen rüberzukommen. Wir probieren es irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda oder über Insta, dass man irgendjemanden findet, der zu uns passt, der Bock hat, so zu arbeiten, oder? Geil ist natürlich, wenn es irgendjemand ist, der das Training auch so ein bisschen kennt, ich sage jetzt mal von CrossFit oder von Funktionell und so. Weil, wenn du das, was du in der Ausbildung lernst, ist das eine, das ist aber ein ganz kleiner Teil, oder? Bei uns ist viel mehr über eigene Erfahrungen, eigene Verletzungen, weißt du, und dem Patienten auch etwas können mitgeben können. Cool. Zum Beispiel, wir haben viele Patienten, oder? Die kommen aus dem Kraftbereich oder aus dem Sport, und wenn die ein Beinbruch haben, kannst du denen nicht sagen, ja, jetzt machst du mal Pause, 6 Wochen. Dann musst du sagen, also, schau, das kannst du nicht, jetzt musst du halt so trainieren. Ja. Und das Wissen kannst du in der Schule nicht lernen, oder? Das musst du selber mal durchgemacht haben. Und das heisst, die haben jetzt aber auch die Patienten, die ihr wollt. Also ihr findet genau, die kommen zu euch. Also ja, das funktioniert. Wir haben wirklich keine Patienten bis jetzt gehabt, wo wir sagen, boah Gott, weißt du, also, jetzt der auch noch. Wirklich coole Patienten, aktive Patienten, weißt du, das müssen ja nicht Leistungssportler sein. Das sind auch viele so, weißt du, Hobbysportler, die einfach zweimal in der Woche gehen säckeln. Weißt, das ist ja schon mehr als der Otto-Normal-Bürger, oder? Und mit denen musst du auch anders arbeiten, als mit jemandem, der nach einem gebrochenen Bein nur aufs Sofa liegt, oder? Und dann hast du automatisch immer ein höheres Ziel. Und das ist super cool. Jetzt stelle ich mir vor, wenn du ja, du hast eben einen Teil, wo du sagst, der grösste Teil ist Training oder der Hauptfokus, oder? Schon Unternehmen, aber Hauptfokus Sport. Und nachher haben die Leute ja auch einen Terminplan, wo sie dich dann buchen wollen, jetzt für die Physio zu kommen. Wie managest du das? Wie bringst du das aneinander vorbei? Also sie können buchen und so alles. Ja. Also wir haben zum Glück super alles von Anfang an so gemacht, dass alles online läuft. Also weißt, bei uns auf der Homepage kannst du direkt online buchen. Weil wir haben ja das zweite angefangen, und am Anfang musst du kleine Brötchen machen. Haben wir jetzt niemanden im Sekretariat gehabt am Anfang.
Und das funktioniert super gut. Also Patienten gehen bei uns meistens direkt auf die Homepage, buchen ihre Termine, können die selber verwalten und dann haben wir wenig mit denen zu tun. Also du hast wie eine fixe Zeitslot, wo du sagst, hey, dann arbeite ich und dann habe ich Zeit? Genau, genau. Okay. Genau. Und das ist das Gute zum Planen. Also weißt, ich kann nicht... Das Gute ist, wenn ich im Geschäft bin, dann habe ich meine Patienten. Und wenn jetzt, nehmen wir das 5, 6, 7 und ich habe 4 Abend, dann ist es fertig. Oder? Also ich kann nicht... Ich kann mich eigentlich nicht... kaputt schaffen. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe das selber im Griff, oder? Ja. Es kann nicht einer spontan in den Tramp und sich behandeln. Weißt, das ist alles geplant. Ja. Wir sind meistens so 4-5 Wochen raus, sind wir ausgebucht, oder? Ist ja super schön. Ja, voll, ja. Ist ein bisschen blöd für neue Patienten, ja. Oder? Weil ich weiss halt zum Beispiel, wenn ich um 5-4 Abend habe, dann muss ich um 6 im Training sein, oder? Und das ist ja immer gegeben. Ja, ja. Dann kann ich nicht sagen, ja gut, komm, ich mache noch einen oder so. Das ist ein bisschen schade, aber irgendwie geht es schon. Ja, aber es ist eben auch gut. Also eben, es ist schade, aber es ist auch gut. Ja, sicher. Ich meine, wenn das am Anfang, weißt du, wie es ist, wenn du neu anfängst, oder, dann bist du froh, um jedes Telefon, das kommt. Ja, ja. Oder? Und wir haben schon gedacht, dass es so gut kommt, aber wir sind gleich sehr, sehr glücklich, dass es gibt schon ein bisschen Ruhe, weißt du. Voll. Ja. Und jetzt, wie funktioniert das? Also ich mag mich noch erinnern an die Praxis, als ich bei euch war, wo sie noch ein bisschen leer war. Ja. Machst du viel dein Training dort? Ja, so 1-2 Mal in der Woche. Ja. Es ist von der Einrichtung natürlich top. Es ist jetzt nicht ganz das gleiche, wie wenn ich bei meinem Athletiktrainer bin. Weil es ist halt immer, es ist schon, es sind höhere Räume, es ist Gewerbe, aber es ist in einem Wohnblock. Wir haben das einmal angeschaut. Wir haben also schon Reklamationen von der Verwaltung gehabt. Okay. Weil du kannst halt nicht das Gewicht schädern, weißt du, oder? Okay. So. Aber ich kann alles trainieren, was ich will, oder? Aber wirklich zum, das ist mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Ausweichtraining, ja, weißt, ja, oder ja. Mein Haupttraining, das wirst du mir bestätigen, es ist einfacher, wenn ich nach dem Arbeiten ins Training fahren und dort trainieren. Weil sonst ist halt gleich der Laptop und das Telefon und alles zu nah, ja. Weißt du, oder? Und es hat auch schon gegeben, ich trainiert an meinem freien Morgen und dann läuft halt irgendeiner rein, ein Patient, der etwas will, und dann bist du wieder eine Viertelstunde weg. Ja, ja, schon, ja, voll, aber, voll, voll, voll. Ja. Voll, voll. Okay. Oh, das mit dem Lärm ist nicht so cool. Ja. Ja, jetzt weisst du es. Weißt, am Anfang haben wir es nicht so gewusst, oder? Ja. Oder wir sind da am Anfang, weißt du, von außen haben wir ja noch so, hast du gesehen, so Besetzungssteine. Ja, voll. Sind wir dort so mit Ball, wo wir rühren, weißt du, oder? Im Sommer, weißt du, so ein bisschen. Sind die halt oben bei den Balkönen, so weißt du, vorbeigeflogen am Feister. Und, haben sie nicht gut gefunden? Ja, ich sage jetzt mal, also nicht despektiert, aber es ist halt das Zug, weißt du, und die Leute, die dort wohnen, sind sich vielleicht das nicht gewöhnt, weißt du, nicht sehr städtische Leute, oder ich will das nicht sagen, schnöseln, aber weißt du, was ich meine? Ja, voll. Die haben das nicht verliebt. Okay. Da haben wir gewusst, okay, das mag es jetzt halt hier nicht. Aber so ein bisschen Rennen von außen? Mal, das geht. Das geht. Das geht. Ah, cool. Ja, ja. Cool. Ja, ist ja wirklich schön davon. So. Ja, also wir haben Platz, das ist geil. Cool. Wir sind das Zweite mit dieser Füße am Arbeiten. Und unser Trainingsbereich allein ist über 100 Quadratmeter. Ja. Oder? Das bräuchten wir nicht, oder? Aber es ist super geil. Ja. Und dass Leute können nebst der Behandlung trainieren können, bietet ihr das auch an? Das kommt, das okay. Kommt. Wir haben noch die Möglichkeit, ist noch ein bisschen in der Ferne, aber dass wir uns noch ein bisschen vergrössern können von den Räumen her. Mm. Und es ist irgendwie schon angedacht, aber es soll auch dort, es soll nicht irgendwie für jeden sein, weißt du, wie ich meine? Es ist schon so, dass wir sagen, okay, du kannst das machen, weißt du? Wir haben da viele Physiopatienten, die froh sind, wenn sie nach der Therapie noch etwas weitermachen können, weißt du? Oder wo wir sagen zum Beispiel, hey, look, Kreuzbandriss zum Beispiel, weißt du, so nach 4 Monaten Post-OP, wo wir sagen, look, du brauchst mich nicht mehr 2-mal in der Woche, du kommst 1 in der Woche und 2-mal in der Woche kommst du das Zeug machen, weißt du? Hure geil, oder? Voll. Das ist für uns einfacher, brauchst nicht weiss nicht viele Physiothermine, ist günstig für die Krankenkasse und gleich mit dem Plan für den Patienten machen, wie es macht, oder? Cool. Ja. Also das wäre natürlich Bombe schon vergrössern nach so kurzer Zeit, ja, oder? Sicher, ja. Ja gut, eben. Es ist noch schwierig, weißt du, musst halt immer manchmal musst du auch das Risiko halt wieder eingehen. Voll. Oder? Und, aber es ist eigentlich ist immer so ein bisschen der Kampf, wenn man das jetzt schon oder nicht, weißt? Mhm. Aber wenn du halt wartest, also so auf der Bremse ist es viel schwieriger, als halt weitergehen, das kennt man, oder? Und nur jetzt sagen, jetzt die 5 Jahre, sagen 5-6 Jahre, und ich jetzt vielleicht noch schwingen, wenn es gut kommt, nur sagen, halt, 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 das entspricht dann in meiner Natur. Ja, voll, verstehe ich. Ja. Aber eben, du hast ja jetzt nicht nur arbeiten, das Trainieren, sondern du hast jetzt auch eine Familie.
Seit dem April, ja. Ja, also kleine Tochter, genau, seit dem April. Und ja, es ist viel gegangen. Also ich habe dort, im Nachhinein weiss ich auch nicht recht, wie wir das gemacht haben. Also weißt du, das Geschäft haben wir aufgebaut, ich sage jetzt, vor anderthalb Jahren gestartet, über ein Jahr, und dann im März eröffnet. Und dann im April ist die Kleeftwelt gekommen, im April hat die Saison angefangen. Ja, voll. Das hat sich dann aber auch gerecht. Also es ist super gegangen, aber ich habe dann im Mai um zwei, drei Hexenschüsse gehabt. Okay. Die ich sonst nie hatte. Und das war nur wegen dem, weißt du, oder? Immer gleich weiter trainiert, oder? Weißt du, einfach immer auf 200 über Monate, oder? Und nichts beschweren kann. Und plötzlich wie angerührt, weißt du, so einfach im Training wirklich, weißt du, mit 100 Kilo, weißt du, oder? Weil etwas anreißen, und das ist sonst das Gewicht, das nicht schwer ist, weißt du? Und dann wirklich so, decken, gut, vier Abend, oder? Okay. Vor dem Schwingfest sein, oder? Von welchem dann? Vor dem Seeländischen zu Lies, wo der Schucki Christian das letzte Schwingfest gemacht hat. Waren wir eingeladen gewesen. Und ja, schon, also ich bin wirklich wie ein alter Mann, weißt du? Also, weil er lüpft und geht, Scheiße. Und das Physio ist, und merkst du gerade, ja, ist nicht gut. Oder? Ja. Und der Brüder noch dabei gewesen, und der Trainer, weißt du, die meinen jetzt wieder gut. Die haben gesagt, ja, du musst mal ein bisschen dehnen. Selber merkst du gerade, ja, kannst du gerade abmelden, oder? Scheiße. Und das ist aber nur wegen Stress. Oder? Und da habe ich auch wieder sehr viel gelernt, weißt du, über mich selber. Und was hast du nachher gemacht? Also eben, ist das passiert? Und also zuerst habe ich wirklich Pause gemacht, eine Woche. Okay. Also wirklich runterfahren, das Zeug auskurieren, Schmerzmittel, oder? Und sind hier einfach viel, viel besser wieder gelöst, weißt du. Ich hatte hier das Gefühl gehabt, zum Beispiel hatte ich Mandy Krafttraining, Dienstag Schwingtraining, hart, oder? Bis am Abend um 11 Uhr, weißt du? Und dann habe ich normalerweise am Mittwoch zum Beispiel meinen Pausentag, oder? Und dann habe ich aber zum Beispiel gewusst, okay, ich kann am Freitag nicht ins Schwingtraining, weil ich einen Termin habe. Und dann habe ich am Mittwoch schon wieder Krafttraining gemacht. Okay. Weißt du, viel zu viel, und nicht auf den Körper gelöst, oder? Und so. Und es ist dann gleich ein Unterschied. Dann habe ich am Mittwoch Krafttraining gehabt, und ich habe am Nachmittag nicht Pause. Ich bin dann arbeiten, weißt du, in Praxis bis am Abend um 7:30 Uhr. Und das ist zu viel, zu super Zeit. Also. Ich habe dann gemerkt, ich arbeite jetzt nur noch 80%, weißt du? Am Anfang habe ich Alltag gearbeitet. Und dann bin ich am Montag alle in der Praxis gestanden nach dem Schwingfest. Und dann habe ich so, fuck. Also weißt du, wirklich so, wieso mache ich das überhaupt? Also nicht Praxis, aber so, weißt du, so, also ich muss ja eigentlich nicht, weißt du? Und ich habe das Gefühl, weißt du, für einen Spitzenschwinger, wenn du so sagen darfst, arbeite ich schon viel, weißt du? Danke sehr. Oder? Und dann habe ich schon gemerkt, nein, ändern. Und jetzt habe ich den Montag arbeite ich nicht mehr, oder? Ich habe am Nachmittag ins Training, ich kann mich morgen erholen vom Schwingfest, oder jetzt ist einfach schön mit der Family etwas zu machen. Und das hat sich schon sehr, sehr gelohnt. Cool, cool. Also eben, weil eben Familie, jetzt geht es noch so. Also kann ich dir sagen, jetzt gerade. Es ist noch alles ruhig, sie schlafen viel, sie haben die Zeit. Aber ja, vier und zwei und das dritte ist im Januar dann. Ja. Was? Wirklich? Danke. Ja, nein. Vier, zwei und dann... Ja, alle zwei Jahre. Ja, etwa. Eiligkeit. Ja, voll. Und es läuft dann schon etwas und eben Zeit. Ja, sie laufen. Das ist ja gut, da bin ich froh, dass sie laufen. Und ja gut, du kannst ja noch nicht einem Zweijährigen sagen, gang die anlegen. Ja, nein, nicht also mithelfen, aber auf jeden Fall. Du kannst sagen, wenigstens, mach das nicht. Ja, das kannst du gut. Nein, selber. Das ist viel mehr das Problem, sagt sie auch nicht mehr selber und nachher, okay, dann darfst du halt mithelfen. Ja. Du musst einfach dort stehen und schauen. Ja, meine Hüse ist jetzt einfach herzig, aber ich meine, sie schläft, sie schießt, sie isst und nicht. Ja, voll. Und ist jetzt noch nicht so streng, aber soll ich sagen, also, mega herzig, ich verstehe mich nicht falsch. Sie könnte dich schön anlächeln, aber viel mehr kommt ja im Moment noch nicht. Voll. Und das freue ich mich jetzt auf die andere Zeit. Ja, freue dann kannst du dich. Aber es ist eine schöne Zeit. Also, Es so viel Alter, Absolut. Ja. Nein. Manchmal ist es gleich hart, weißt wenn, also, das kennst du auch, weißt, wenn du am Morgen früh gehst, dann pennst du noch, oder? Am Abend gehst du direkt ins Training arbeiten, dann kommst du auch in die Pent. Manchmal siehst du halt wirklich zwei, drei Tage, das ist dann halt nicht. Oder? Aber eben darum habe ich am Montag auch frei, dass ich das gleich habe. Ja, das ist schön. Ja, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Jetzt, du hast gesagt, die Trainings, die Saison, wie sieht denn das aus, trainingstechnisch, so eine Saison? Jetzt ist ja vorbei. Dann nehme ich an, hast du ein bisschen ruhiger genommen, das Training. Und wie sieht es nachher aus? Herbst, Winter, Frühling, durch die Saison durch vom Training. Was gibt es dort für Phasen? Also wir haben, jetzt haben wir wirklich gerade im September die Saison abgeschlossen. Oder Anfang September, dann ist immer, mache ich
3 Wochen lang nichts. Gar nicht. Gar nichts. Also müssten wir. Ich immer so, nach einer Woche schießt es mich schon an, weil einfach, du kennst das, der Körper verändert sich einfach sehr schnell bei einem Sportler. Wenn du eine Woche nichts machst, hast du das Gefühl, T-Shirt ist groß, weißt du, oder? Ist so. Ja, ja. Denkst du, und dann schreibe ich auch dem Trainer, du, ich fahre leicht wieder etwas an und dann darf ich einfach keine lange Hand haben. Okay. Oder? Weil das machst du nachher genug. Oder? Und auch jetzt, und dann haben wir nach 3 Wochen wieder gestartet und dann machen wir so ein Grundlagentraining. Einfach 2 bis 3 Mal in der Woche, weißt du, wirklich so Ergometer oder weißt du, so Crossfit-Workouts. Einfach so ein bisschen, wirklich den Körper so ein bisschen vorbereiten für das, was nachher im Winter kommt. Oder weil das, was wir im Sommer nachher haben, komme ich nachher drauf, das ist auch nicht gesund das ganze Jahr. Ja, das weißt du. Ja. Also, wir haben Grundlagen. Nachher fährt jetzt am Wochenende, also am Samstag, fährst du Windtraining wieder an. Also das hast du jetzt komplett ausgelassen? Komplett, wie man nicht will. Einfach zu mal den Gelenk, weißt, Zeit geben, sich wieder zu erholen. Jetzt fangen wir langsam wieder an. Aber Grundlagen nochmal zurück. Du hast gesagt, eben so ein bisschen Cardio-Grundlagen. Mhm. Nicht Kraftgrundlagen, Bodybuilding, so in diese Richtung. Ja, das mache ich für mich. Okay. Ich mache erst in der Woche so mein Pumpertraining. Ja. Am Mittwoch, dann mache ich ein bisschen... Ja, dann mache ich auch mal ein bisschen, weiss auch nicht, Bizep-Curl, weisst du, man sonst nie... Absolut, einfach, ja. Einfach Zeug für mich, oder? Ja. Aber Beine wirklich Pause, oder? Die machen, weisst du, die machen wir Kettlebell viel, die machen wir, weisst du, Ausfallschritt, oder... Also Kettlebell viel, was heisst das konkret? Ich muss immer konkret Swings, wissen, ja. Swings, Deadlifts, einbeinige Sachen, weisst du, Stossen, Türkisch geht ab, so Zeug, man sonst wenig Zeit. Ja, voll. Und das merkst du, es tut dem Körper gut. Ja. Auch so ein bisschen Horizont erweitern. Ja, genau. All Herbst machen wir für etwa 6 Wochen. Mhm. Und dann kommt Schwimmtraining kommt noch dazu. Also das ab nächster Woche eben. Und dann sind dann 3 Krafttraining, 2 Schwimmtrainings. Oder? Über den Winter. Und das ist dann so bis im April in ungefähr gleich so. Und wie stelle ich mir denn das Krafttraining vor, die 3-mal Krafttraining? Also das ändert nachher komplett nach den Grundlagen, oder? Da fangen wir wirklich an mit, dann kommt Langhanteln, oder? Dann fangen wir auch wieder mit Kniebeugen, mit Kreuzheben, mit olympischem Reissen, also Snatch, für dich, was nicht wissen, fangen wir dann an wieder, oder? Aha. Und wir haben das neue, hat der Trainer auch noch, ich weiß nicht, das kennst du, Extrafly heisst das. Hat er es noch gekauft? Das Rädchen? Ja. Einfach so mal, wir hocken alle Jahre zusammen, weißt du? Also ich trainiere mit Tommy Herzog hier in Bernmünster. Wir hocken alle Jahre zusammen. Und dieses Jahr sind wir aber etwas länger zusammengehockt nach der Saison, weil ich bin schon 10 Jahre bei ihm, oder? Und dann haben wir gesagt, Bedi, jetzt müssen wir irgendetwas ändern, weil eben, ich habe vielleicht noch 5-6 Jahre, wenn es gut kommt. Und da musst du auch schauen, dass du nicht zu einseitig wirst, weißt, dass du mal etwas Neues reinbringst, oder? Und auch für den Körper, oder? Weil wir sind immer mit der Kraftwert extrem hoch, weißt, also alle Jahre gesteigert, weißt, Kniebeugen, Gewichtbild, bis zum geht nicht mehr. Aber schwingerisch hast du das nicht gross gemerkt. Okay. Also du kannst, ob du jetzt 10 Kilogramm mehr Kniebeugen machst, oder das merkst du am Samenlinien nicht wirklich. Okay. Und jetzt müssen wir andere Reize setzen, weißt, um das Zeug ein bisschen besser verbinden. Aber das kommt jetzt erst, das müssen wir jetzt auch probieren, wie das mit den Maschinen funktioniert. Oder? Und das Ziel ist einfach, dass wir nicht mehr ganz so schwer trainieren müssen, aber aus den Muskelfasern, die wir haben, ein bisschen rausholen. Ja. Ja, dann kommt das Krafttraining ist dann so, und das Krafttraining hat jetzt sicher bis im März einen Vorrang. Kann es auch mal sein, dass du ein Schwimmtraining für Piano machst, weißt du. Und nachher wird es dann ganz richtig schnell Kraft, so ab April, oder? Und dann werden die Wiederholungen sehr, sehr wenig. Krafttraining sind dann immer extrem streng, oder? Dass du wirklich Fokus kannst auf Schwingen setzen. Und nachher ab der Saison, so im Mai, wenn die Saison voll anfängt, dann haben wir 2 Krafttraining noch, sehr, sehr kurze, sehr intensive. Und 1 Schwimmtraining noch, plus den Wettkampf. Okay. Also in Wettkampfwoche habe ich 3 Training. Okay. Aber jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesen 3 Krafttrainingen. du hast gesagt, du hast die grossen Übungen drin, Squat, Deadlift, Reissen. Und am Anfang stelle ich mir das vor, es sind so 10er-Serien zum Volumen aufbauen. Noch mehr. Also, wenn wir jetzt dann anfangen mit der Langhantel, dann machen wir so 1, 2, 3 Training wirklich mit 15, 20 Wiederholungen. Und dort fängst du an, bei Kniebeugen jetzt, was wird dein erste Set sein, so Anfang Saison? Ja. Also meistens machen wir so einbeinige zuerst, weißt du, vielleicht mit 40 Kilo, weißt du. Also
einbeinigen Bulgarian heißt ja, das, glaube ich. Split Squats. Genau, mit, bei uns eben grundsätzlich nur Deutsch. Also ich habe mega Schwierigkeiten, das alle dann. Aha, das heißt echt Deutsch, das bringt. Genau. Und nachher dann Kniebeugen machen wir vielleicht mit, was auch nicht, mit 80 Kilo vielleicht, ja. Weißt du, oder? Aber dann wirklich so 20 Wiederholungen, weißt du, das ist ja schon nicht lustig, oder? Und was sagt euer Trainer? Machen die langsam, schnell? Nein, einfach langsam. Einfach zum Reichen, also einfach zum Mal, weißt du, daran gewöhnen, an die Bewegung, oder? Muskelkater habe ich brutal. Ziemlich, ja. Sind die Wiederholungen gar nicht gewöhnt. Voll. Und dann gehen wir aber sehr, sehr schnell auf 10 Wiederholungen, ja. Weißt du? Und das ist dann auch nicht lang, oder? Und ab dem, ja, im Februar ist der 8, 6, 4 Wiederholungen, also im April, Mai sind wir dann bei 2 Wiederholungen. So. Und wo bist du denn bei 2 Wiederholungen den April? Ja? Gewicht? Ja, etwa bei... Wir haben eben kurz vor dem Hexenschuss, dort haben wir alle vielleicht mit 225 so, ja. Oder? Und das haben wir dann aber sofort gehört nachher. Also, ja. Wir sind nicht mehr so tief gegangen, oder? Weißt du, wir sind wirklich immer auch tief gegangen, oder? Das haben wir gehört, weil ich einfach... Das Risiko ist mir viel zu gross zu werden, Wettkämpfe etwas zu riskieren. Voll. Da haben wir weniger Gewicht genommen. Also zum Beispiel nur noch 200 Kilo, weißt, sind wir langsam runter. Nur noch bis so knapp unter 90 Grad, weißt. Und auf Kommando vom Trainer bin ich schnell auf, ja. Weißt, oder? Habe ich keine Rückenprobleme gehabt, die Schnelligkeit ist nicht zurück, oder? Vielleicht ein klein an Muskelmasse eingebüßt, aber das hast du wie nicht mehr. Ja. Und plus in der Saison baust du eh immer ab. Ja. Weißt, weil wenn du im Mai anfängst mit Schnellkraft, dann machst du kein Volumentraining mehr, ja. Oder? Und darum müssen wir immer so vor dem Saisonhöhepunkt im Juli, August noch einmal so 2 Wochen. Also auch für mich, weißt du, musst du nochmal mal 8 Wiederholungen machen, hast du das Gefühl, jetzt habe ich wieder ein bisschen Pump im Muskel. Ja. Einfach für den Kopf, weißt du, sonst hast du das Gefühl, ja, verstehe ich ganz gut. Ist im Gewicht eben sehr ähnlich. Hm. Dort, aber das habe ich so nicht gern gehabt. Du hast dich am Schluss überhaupt nicht mehr fit gefühlt. Also wenn du so wenig Wiederholungen machst? Ja, und du machst sonst nichts mehr anders. Ja. Du musst einfach nur schon die Stegen auflaufen, in die Turnhalle, wo der Wettkampf ist, denkst du so, fuck. Genau. Aber im Schwingen kann es ja nicht so sein. Kannst ja nicht, also so im Schwingen selber? Ja, nachher am Wettkampf darfst du ja nicht so fühlen. Nein, dort ist das null so. Das ist null so. Weißt, man vergisst dann manchmal aber auch so die Leute wie... Man hat das Gefühl, dass alles nur am Krafttraining, weißt du. Eigentlich ist Schwingen ja das Wichtige, oder? Also das trotzdem, Mentale eigentlich. Ja, also das Wichtigste ist Mental, absolut, oder? Aber weißt du, man muss manchmal sagen, okay, du musst einfach fit sein, oder? Im Krafttraining, weißt du, du schrübelst halt nach so vielen Jahren noch so Nuancen, weißt du? Aber vielleicht müsstest du auch mal denken, ja, es ist nicht das Wichtigste. Aber ich halte es nicht so gut. Also, ich bin, ja. Also weißt du, wenn jetzt nehmen wir an, du machst Max-Krafttest. Machen wir so alle 8 Wochen, weißt, oder alle 6 Wochen. Ein Test, weißt, schauen, was haben wir für Fortschritt gemacht. Und wenn du natürlich weniger würdest mögen als letztes Mal, ist ja logisch, ist ja. Dann denkst du, was habe ich jetzt gemacht die letzten 2 Monate, weißt. Was ist denn die Absicht von diesen Tests, dass ihr die so viel macht? Also eben so 6 Wochen nicht, so alle 8 bis 10 Wochen. So, oder? Einfach zum Schauen, sind wir auf dem richtigen Weg mit dem Training, weißt oder? Häufig merkst du es ja selber, weißt, also bin ich jetzt stärker geworden oder nicht. Und bis jetzt sind die Tests auch immer besser geworden, weißt, oder? Aber jetzt haben wir, es ist dann halt schwierig, weißt, also, wenn du machst den Test, dann bist du brutal motiviert, oder? Dann willst du unverrecken auf 5 Kilo rauf. Und nachher tust du ja mit den Prozent rechnen, ist nachher ganz absolut einfach. Und dann ist es halt manchmal schon schwierig, wenn du jetzt einen super Tag hast, einen Max-Kraft-Test, dann leidest du manchmal schon. Ja. Wir haben letztes Jahr auch der Strebel, Joel und ich, das ist ein Schwinger, auch ein Eidgenoss, ein Schwinger von der Nordwestschweiz, ein Aargauer, haben wir zusammen einen Max-Kraft-Test gemacht und dann einfach voll, ja, oder? Ja. Dann haben wir 10 Wochen lang gelitten, weißt du, im Training, oder? Und das ist dann schon, weißt du, gefährlich auch. Ja, wenn du natürlich im Krafttraining immer am Limit bist, ja, und dann setzt du noch ein Schwimmtraining an diesem Tag, und ich hatte jetzt auch schon die eine oder andere Verletzung gehabt, dann haben wir jetzt eben gesagt, das müssen wir jetzt nicht mehr haben, weißt du, ins Alter rein. Und wenn, also dein Training eben am Anfang, jetzt 3 Krafttraining, 2 Schwingtraining. Gibt es noch, sagt okay, ein bisschen Cardio-lastig etwas oder im Krafttraining etwas? Das Herz oder so. Ja, in dieser Zeit, also klar, eben Schwingen ist natürlich extrem Cardio, aber im höheren Bereich, oder? Wie läuft denn so Schwingtraining ab? Wie lange geht das? Was machen ihr dort? Schwingtraining geht meistens so 1,5 bis 1,75 Stunden, oder?
machst ein kurzes Einwärmen, dann tust du meistens, jetzt im Herbst fangen wir einfach, wir sagen, dann Schulschwingen, also nur technisch, weißt du. Zweite, du Schwingüben, gibst einander Tipps, probierst Sachen zu verbessern, vielleicht die letzte Saison nicht so gut waren. Das heisst, du stellst nie eine Uhr und sagst, hey, jetzt machen wir dreimal Minuten oder irgend so etwas. Moment ist schon auch, aber nicht, es ist nicht noch nicht verpumpt oder so, weißt du, oder? Ja. Und nachher so, ab dem Jänner ist dann vor allem das wettkampfmäßige Schwingen im Fokus. Mhm. Also du machst wirklich wie im Schwingfest. Okay. Zwei Gegner zusammen im Training, machst 5 Minuten Gang. Oder, so, oder 8 Minuten. Oder machst du schon 2 Minuten und dann kommt ein frischer Gegner, weißt du, wo er halt ist. Und dann machst du 4 Gänge von denen. Das ist dann wirklich zum Substanz zu holen, oder? Zum den Kreislauf in die Tanne bringen, den Rest jetzt sein, oder? Zum nachher den Schwingfest können bestehen. Das ist der erste Trainer. Ja. Ja. Das stelle ich mir noch cool vor. Immer alle 2 Minuten kommt ein neuer. Ich bin echt schwer. Ja. Braucht es aber, weil der Spitzenschwinger ist im Schnitt um die 115 Kilo. Ja. Braucht aber sehr viel Sauerstoff. Ja, voll. Darum sieht das manchmal im Schwingen auch so aus, nach 2 Minuten, wenn beide schon so schnell aufhört und du hast noch gar nichts gemacht. Ja. Weißt, oder? Ja. Aber du greifst ja schon, weißt, hart, dieser greift ja hart. Und dann braucht es einfach extrem viel Substanz, oder? Und wir haben schon, ist zu uns ein 5000 Meter Läufer ins Training gekommen, vor x Jahren. Weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass das so streng ist. Weißt, oder? Und für den ist das auch extrem streng. Das ist einfach, wir sind halt einseitig auf das trainiert, für die 5 bis 8 Minuten, weißt du? Und mehr lange nicht. Ja. Oder? Dann ist er auch fertig, oder? Definitiv. Ja. Ist manchmal ein Fluch, weil ich weiß nicht, ich würde gerne auch was wandern oder so ab und zu, aber das ist für mich viel zu streng jetzt mit dem Gewicht. Mhm. Weißt, das mache ich nicht gerne, oder? Wenn ich jetzt gehe wandern mit 3 Leuten von der Straße, dann mögen die viel besser sein. Ja. Weil der Körper frisst so viel Sauerstoff, aber das ist part of the game. Absolut. Also das heisst, dein Cardio-Training ist schlussendlich dann Schwingtraining? Genau. Es gibt verschiedene Philosophien, das ist jetzt meine und also viele teilen die auch. Das beste Cardio-Training ist für uns Schwingen selber. Ja. Weißt du, es gibt viele, die gehen biken oder so. Mhm. Oder gehen langlaufen. Das ist super Grundlagentraining, aber du kannst das nie simulieren, wie es im Schwingen selber ist. Ja. Ich habe das Kreuzband gerissen, bin ich aufs Velo oder säckeln oder weißt, probiere das irgendwie. Mhm. Oder auf dem wenn du wieder das Gefühl bist, du gerade ein bisschen zu weg, dann gehst du ins erste Schwingtraining. Das ist ganz anders. Lunge, weißt, oder? Musst du ja wieder dran gewinnen. Ja. Weil einfach der Druck vom Gegner und Muskelspannung ist, oder? Ja. Aber es kommt auch sehr, sehr schnell an. Und jetzt, wenn wir wieder aufs Krafttraining gehen, jetzt, du hast vorhin selber gesagt, du hebst immer den Gegner. Hast du da noch andere spezifische Kraftübungen? So Rumpfsachen im Jahr werden da sicher irgendetwas machen. Griffkraft, Nacken, ist auch noch das Thema, denke ich. Nein, nicht viel. Wir trainieren nie direkt. Nie? Nein. Keine Übung, weißt du, irgendwie. Es gibt ja schon irgendwie so Manschetten, glaube ich, rumkommen. Ja, ja. Haben wir jetzt nichts so, oder? Nicht. Gut, ich kann mich jetzt auch schlecht verteidigen, wenn ich mal auf dem Nacken bin, dann verliere ich meistens. Aber es ist irgendwie, weiß auch nicht. Nein, wir trainieren das wirklich nicht. Okay. Es gibt zum Glück auch sehr, sehr wenig Verletzungen in diesem Bereich. Okay. Also AWS das wäre gerade noch die nächste Frage. Weil es halt irgendwie, weißt du, wir machen das von klein auf, seit 6-7-jährig und du bist dich an die Schläge gewöhnt, du weißt auch etwa wie gehen, weißt du. Das trainieren wir so eigentlich nicht direkt Rumpf, natürlich logisch. Ja. Sehr, sehr viel, ja. Aber auch dort machen wir jetzt im Herbst extrem viel so direkt Rumpf, weißt du, oder? Auch viel Stabi und so, Plankzeug und so Sachen sind oben. Während der Saison sehr, sehr, sehr wenig, oder? Weil, meine, du weißt das selber, jeder, der mal schon eine Bauchmuskelzerrung oder so hat, weiss ja, du brauchst bei jeder Kraftübung Rumpf, oder? Absolut. Dann ist das unser Training. Und du kannst nicht, wenn du eine Stunde gutes Krafttraining machst, weißt, kannst du nicht nachher am Schluss noch eine Viertelstunde Rumpf machen. Dann denkst du, pff, ja, wenn du eh keine Lust hast. Nein, du bist durch. Das ist aber jetzt eine super Aufgabe. Okay. Und wie wir gesagt haben vorhin, weißt, das ist alles nur so, also du probierst überall 100% rauszuholen. Schlussendlich aber am Wettkampf selber ist nur noch der Kopf, der entscheidet. Zu 100%. Ja. Weil jeder hat seine Hausaufgaben gemacht, oder? Das ist egal, ob du noch ein bisschen stärker bist als diesen, oder? Weil es, wenn einer ein bisschen schwächer ist als du und im Kopf stimmt es bei dem, dann kann der locker gegen dich stellen, also so unentschieden machen, oder? Und das ist wie jedem Sport so eigentlich, ja.
Und das wird ja dann auch bestraft, oder? Wenn du, sagen wir jetzt, nach 4 Minuten macht keiner mehr richtig und nachher wird es ein bisschen umgetümpelt. Mhm. Und das wird dann auch bestraft, oder? Mit den Punkten, dass du dann weniger Punkte bekommst, wenn es jetzt... Dann kommst du Punktabzug über, ja. Oder wirst belohnt, wenn du viel machst. Wenn du viel machst. Das ist noch ein bisschen kompliziert, aber... aber das ist das immer fair? Ist das immer klar, oder? Das ist eben, das ist ein subjektiv. Logisch ist es nicht immer fair, also ich meine, logisch denkst du mal zum Kampfrichter, also unser Schiedsrichter, ja, ist ein Schafsäckel. Ja, ja. Ich glaube aber schon, dass der Schwinger selber das immer akzeptiert, das ist auch so. Ja, bleibt er nicht anders übrig? Ja, ist so, ich glaube, es ist ja der meiste Sportart so, klar, jetzt, ich bin jetzt nicht der grösste Fußballfan, weißt du, hast jetzt manchmal das Gefühl, egal was der Schiri macht, ist falsch, oder? Aber im Schwingen sind wir doch noch normal erzogen worden, wenn der Schiedsrichter etwas sagt, dann gilt es halt, oder? Kampfrichter. Und plus minus über eine Karriere gleicht sich das aus. Mhm. Bin ich ganz sicher. Ja. Weil jeder hat auch mal Situationen belohnt. Weißt du, denkst du, das ist schon geschweigt. Ja, voll. Und es ist halt einfach so, weil es nicht nur schwarz-weiß gibt. Also es gibt ja nicht nur eine Zeit, die miss ist, oder? Wie zum Skifahren zum Beispiel. Mhm. Sondern bei uns ist halt eben manchmal, wenn jetzt einer so auf den Rücken geht, direkt, oder gibt es Note 10. Wenn einer so auf die Seite und auf den Rücken gibt es 9-7-5, oder? Und da gibt es halt viele Diskussionen. Ich weiss es nicht, das und das. Ja, ja. Das hat man das ja viel gesehen. Und die Punkte sind dann manchmal fehlt das ein bisschen für einen Schlussgang, oder? Aber das gleicht sich aus auf eine Karriere, ganz sicher. Ja, das ist schön, wenn man das so sieht. Also ja, eben. Aber weißt du, es gibt ja andere Sportler. Ich habe mal Gewichtheber wegkämpft, schaue ich etwa mal, oder? Und dann siehst du manchmal auch ja, Lifts und denkst, was ist jetzt da falsch? Ja, ja. Oder? Und leuchtet rot, oder? Und denkst, ja, okay. Ja, schlimmer finde ich dann noch fast, es war ja eigentlich okay gewesen, es hat alles gezählt. Ja. Und dann kommt noch die Jury im Nachhinein und sagt, ja, es hat nicht gut. Dann war es nicht. Genau. Ja. Also schaust du auch gewicht. Ja, ja, sicher. Hey, wir haben den Dings, den Laschat Alahadze. Hey, weißt du, wir mögen die auch ein Gewicht haben, oder? Aber ja, hast du mal das, wo er reist, geladen und nur mal probiert? Ja, ja, ja. Brutal. Das ist brutal. Und ich finde aber geil, weißt du, die haben jetzt nicht die grössten Oberarme, weißt du, oder? Nein. Und nicht, also weißt du, es gibt Menge, die dickere Beine haben als die, aber das ist ja so funktionell, ja. Oder? Und wenn du siehst, wie der die Hand bewegt, das hört auf, weißt du, oder? Ja, aber das ist auch wieder, du hast vorhin das angesprochen, oder? Wir machen nie Nackentraining. Wir machen das schon seit kleinen Buben. Ja, ja. Und das ist einfach drin. Ja, die machen so das auch so, oder? Das ist zum Beispiel, wir reissen jedem Training. Also zweimal pro Woche für eine Viertelstunde. Aber that's it. Und das ist nicht unser Brot, weißt du, was ich meine? Und wir reisen schlecht, weißt du? Oder wenn du das vergleichst mit Gewichtheber, weißt du? Es hat noch nie so Trainingsvideos gegeben von euch, oder? So in die Richtung, nein, oder das zeigt. Ja, das müssen wir unbedingt mal angehen. Nein, ich meine, wir haben die Langhandel-Ausbildung, schon lange, und wir geben uns mega Mühe. Wir müssen aber dann sagen, schlussendlich geht es bei uns darum, die Stangen möglichst schnell beschleunigen, und ob jetzt wir, weißt, mal ein bisschen so sind, oder wie schnell unter den Stangen, ist dann nicht das Wichtigste, weißt du. Das kannst du nicht mal mit dir fühlen. Zum Beispiel, im Winter müssen wir viel reissen, weißt du. Im Februar höre ich mir mit Reissen, dann tun wir nur noch anreissen. Wie heisst das? Wie sagen wir denn? Einfach also, nur... Highpulls, weißt du? Ja, genau. Weil es einfach springt nichts. Es ist jetzt gefährlich, blöd. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Und dieses ist ja dann gemacht mit dem Weg, oder? Voll, ja, sehe ich. Nein, das müssen wir unbedingt mal organisieren. Nein, du wirst schnell. Ich bin nicht gemacht für das. Ja, du, ich sage eben. Meine Werte sind auch jenseits, sie sind nichts. Das heisst? Nein, ich habe mal einmal 115 Kilo gerissen. Das habe ich auch gemacht. Aber eben, genau. Und ich müsste ja mit meinem Gewicht. Ja, ja. Weißt du, yes, das mache ich. Und auch technisch Katastrophe, weißt du, oder? 115 Kilo? Ja. Scheiße. Das ist viel. Ja. Also, ist Max Ziel, oder was? Best je, ja. Krass. Aber dann hast du so tief runter. Ja, ja, sicher. Ja, ja, ja sicher. Nicht in Stand. Nein. Ja, aber trotzdem. Ich habe die Technik zum Beispiel nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich reisse, dann bin ich immer über 90 Grad nachher. Ich schaffe es nicht so schnell runter, weißt du. Also du fängst ja dann, auch wenn es knapp 90 Grad oder knapp drunter ist, ja, schon. Du nimmst ihn ja dann mit runter. Aber ich könnte ja viel mehr noch reisen, gewichtmässig, wenn ich jetzt würde, weißt du. Ja. Möglich. Ja, aber eben. Ich glaube, das kennst du schon. Bei mir sieht es halt langsam aus, weißt du. Es sieht so langsam aus, wenn ich das mache. Wo sagst du, schnell ist. Ja, ja, wenn du gross bist, sieht es immer ein bisschen langsamer aus. Es sieht, ja, das
Also ich wäre mal gespannt. Ich glaube es. Ja. Gut, ich habe mir noch Bizeps hin abgerissen letztes Jahr. Darum. Oh, wirklich? Also nicht beim Reissen. Okay. Ja, dort, also ich stelle mir Schwingen schon viel gefährlicher vor, dort durch, weil eben, du hast jemand anderen, der dich beeinflusst, oder? Und das sag mal, weißt, ja. Viele Verletzungen passieren, wenn du irgendwie hängen bleibst mit dem Fuß und dann drehst du weiter, weißt, und dann klappt es im Knie meistens. Ja, also, ja, das ist, gerade der Kreuzband hat halt extrem viel Schwingen schon gehabt. Ja. Aha! Ja, ja, genau. Ja, das ist auch ein Schaden, oder? Kreuzband, nein. Ich bin im Training, haben es schon Leute gehabt und so. Im Training? Ja, also sie haben es schon gehabt. Oh, und dann haben sie wieder mal etwas. Mal schon im Crossfit, aber sie haben das schon gehabt, wo sie gekommen sind. Und dann haben wir im Warm-up irgendwie. Nein, nicht durchs Crossfit. Eben. Nein, nein. Also bei euch passiert euch Verletzungen. Ja, wenn die Leute nicht hören und das Gefühl haben, sie müssen noch irgendetwas machen, obwohl man schon am Verräumen ist, dann passieren eigentlich Verletzungen. Sonst schon eigentlich selten. Eine wollte umsetzen und dann ist er die Handel auf den Oberschenkel gefallen. Ja. Hast du die auch schon gesehen? Mhm. Also die hat auch Quadrizeps abgerissen. So. Eine schöne Video. Ja. Nein, das schaue ich halt eben gar nicht. Ja, sonst passiert dort auch wenig. Ja, sehr. Höchstens halt Verschleiß über Überspannungen und so. Gut, klar, das ist das gleiche Problem wie immer. Sie sehen natürlich Pros, ja, ja. Die mega professionell arbeiten. Und dann haben sie manchmal das Gefühl, einer, der seit zwei Wochen reist, der muss jetzt im Workout drin, weißt du, irgendwie. Ja, also in der Stunde wirklich kann man es ja kontrollieren und dort kontrollieren wir es auch. Ja, aber, selber, ja. Genau. Es gibt auch dort Leute, die man nicht hören wollen. Und schon mal, kennst du, weißt du, mit Stangen? Am Rack an tust, also weißt du, bügeln, die Stangen drauflegen, und dann kannst du unten reinhängen, Bein vor auf ein Böckchen und unten anziehen. Ja. Und dann, Rose, einfach Rose mit der Liege. Ja, genau. Und die machen wir alle schnell im Sommer. Und dann tut der Trainer alle noch Gewicht drauf. Oder? Also so 225 Kilo Schieben und dann schnell, weg. Oder? Ja. Und dann hat man die Stangen, weißt du, wo ich rauf bin, aus den Bügeln rausgehauen und den Boden mit mir, weißt du? Ist auch schon passiert. Nein. Also, aber ich kann mir sehen. Ja, eben genau, das kann ich mir gerade vorstellen. Gewusst, wenn du so schwickst, dann kann ich mir schon noch. Ja, ja. Wenn du plötzlich einen halben Meter runterfällst. Ja, aber das verstehe ich schon. Wenn du ja ziehst und dann bist du so schnell, dass du mal aus. Ja, eben, ja, das kann ich mir sehr gut das vorstellen. Das ist nicht cool. Aber wenn du jetzt ins Schwingtraining gehst, dann müssen ja immer so Leute wie du dort stehen, dass das überhaupt funktioniert. Sonst ist es so ein bisschen. Also, stelle ich mir das vor. Aber wir tun uns Trainings schon so organisieren. Weißt? Also, ich habe. Also, sprich, dass wir gehen einfach mal da, mal dort. Dass wir möglichst immer ein paar gute Schwinger sind. Okay. Also, wir haben immer Schwingtraining bei uns, wo wir so 4, 5 Top-Schwinger sind, also Eidgenossen. Plus auch noch gute Mittelschwinger. Weil, nein, also, ich gehe zum Beispiel bei uns im Club fast nicht mehr ins Training. Ja. Schießt mich zwar schon an, weil ja, ich schon ja, voll. Und wir haben sehr viele Junge, weißt du, so 20-Jährige. Und das ist halt schwierig, oder? Ja. Weil, klar, sie haben Freude, wenn ich komme, und mir ist das auch sehr, sehr wichtig, aber ich kann von ihnen nicht mehr profitieren, und wenn sie mir mehr schwingen, bringt es für sie auch wirklich nicht, oder? Und so, und ja, das ist halt ein bisschen. Verstehe ich. Ein bisschen blöd. Ich muss kommunizieren, ich mache das auch, ich sage, schau, Jungs, ich komme jetzt ein paar Wochen wieder nicht mehr, weil ich muss ja. Mit meinen Verletzungen kann ich auch nicht mehr 3-mal in der Woche schwingen. Das okay. Lässt es nicht mehr zu und darum brauche ich 2 Training, aber die müssen gut sein und dann ist es in der Ordnung. 2-mal schwingen, sag mal 1,5 Stunden, 1,75 Stunden. So, das lange nicht dann auch, ja. Krass. Und dann ist halt das Problem, ihr habt ja auch CrossFit am Abend Training, oder? Und dann weisst du ja, wie es ist, du trainierst vom 8. weg, mir, oder? Schwingtraining bis so um 9:45, weißt du? Duschen und dann bist du noch so auf 200. Ja, ja, voll. Das habe ich hohe Mühe. Ja. Oder? Darum habe ich zum Beispiel auch, wenn ich am Dienstag Schwingtraining habe, ich am Mittwochmorgen frei. Oder dass ich erst auf die 9 muss ins Krafttraining, weil ich einfach schlafe nie vor der Nice. Ja. Das geht einfach nicht. Oder? Und essen solltest du dann auch noch etwas. Oder? Aber dein Rhythmus, dein. Kommen wir zur Erholung. Dein Erholungsrhythmus, oder? Am besten wäre ja, wenn man jeden Tag genau gleich macht, oder? Mit ins Bett gehen, aufstehen. Aber es ist fast nicht möglich in dem Fall. Nein, also ich schaue schon, wenn ich hätte. Training am Abend, also Krafttraining habe ich immer am Nachmittag, so um 4 Uhr. Dann gehe ich am Abend immer gleich durch Pennen, immer um 9:30 Uhr. Das ist immer gleich. Aber Schwingtraining ist halt in einem Club, in einem Verein, das geht ja nur mit anderen Gegnern. Ja. Und dann wird es immer 12:30 Uhr, 12:30 Uhr, 12:30 Uhr, bis ich schlafe. Oder? Ja. Und der Schlaf ist ja gleich auch nicht gleich. Oder? Und im Sommer noch schlimmer. Weißt du, wir sind Schwingfest, oder? Es ist 30 Grad draussen, wenn du nach Hause kommst, noch um 10 Uhr, oder? Oder um 11 Uhr. Das ist crazy, ja. Dann ist der Schlaf schon schlecht, oder? Und
Aber eben, ich sage jetzt, ich kann im Arbeiten Vor- und Nachgeben. Plus am Samstag vor dem Schwingfest habe ich immer nichts, also ich kann ich mir holen. Und dann geht das dann eigentlich schon. Ja. Und sonst, eben, ich meine, dreimal intensives Krafttraining, zweimal Schwingtraining. Was machst du sonst noch, dass du dich kannst erholen? Ja, ich bin vor der Tochter bin ich etwas Wellness gewesen. Jetzt mache ich das natürlich ein weniger, weißt du? Also Wellness. Ich kann betteln, weißt du, so ein bisschen irisch-römisch, ein bisschen sprudeln. Eisbaden tun wir eins in der Woche. Das hat mir sehr viel gebrungen, okay. Erholungsmässig. Und sonst, ich schaue extrem auf die Ernährung. Das heisst, was heisst das? Also heisst halt, also ich weiss zum Beispiel, also ich mache auch nicht alles perfekt, ich trinke zum Beispiel viel zu wenig. Das okay. Schaffe ich fast nicht, weil manchmal, wenn, da habe ich 8-9 Patienten nacheinander, weisst, und dann vergiss ich es halt einfach, es, oder, ja. Wenn es rauscht, oder? Ich schaue, ich muss einfach schauen beim Essen, sie sicher immer genug essen. Ja, das glaube ich. Ist, es geht so, viele sagen immer, ah, ich würde auch gerne viel essen, weisst. Ja, zunehmen ist gleich streng wie abnehmen. Ja, voll, oder? Absolut. Und ich bin vom Stoffwechsel her, also, wenn ich jetzt 3 Wochen nicht trainiere im Herbst, dann nehme ich immer so meine 3-5 Kilo ab, weißt du, sofort, oder? Und wenn ich das Essen nicht schaue, sowieso, oder? Also, das heisst, dass du stehst auf, du... Also, morgen stehe ich auf, um 5:30 Uhr, dann habe ich so einen Shake mit 160 Gramm Haferflocken, Eiweißpulver, gefrorene Beere und Vollmilch, oder? Dann hast du schon so um die 1000 Kalorien, oder? Und also, du isst nichts Kühe, das geht nicht. Also morgen? Ja. Nein, ich bringe es nicht rein. Ja, das glaube ich, ja. Ich habe das probiert, ich kann es nicht. Und der Shake mit Verdebrung ist cool, so eine halbe Stunde. Ja, das glaube ich. Creme, ja, ja, voll. Und nachher ist um 9 Uhr im Geschäft, machen wir Pause. Gipfeli, Kaffee. Nein, das sind einfach 100 Gramm Nüsse. Oder? Okay. So, einfach Cashew-Nüsse, 100 Gramm, oder? Ist noch viel im Fall. Ja, das ist auch viel, ja. Und nachher... Also das Ding ist halt einfach, weißt du, vorher, als ich angestellt war, habe ich das nicht können. Dann habe ich den Patienten schnell einen Shake gesoffen und bin wieder arbeiten. Jetzt mache ich Pause eine halbe Stunde, oder? Und Geschäftspartner, ja. Und nachher ist Mittag, dann gehe ich heim essen, das ist geil. So cool, Mutter, ja. Also die Mutter, ja. Wo die wohnt 200 Meter neben der Praxis, oder? Kann ich dort essen, dann kannst du natürlich schöpfen, so viel wie du willst. Und am Nachmittag habe ich keine Pause, dann nehme ich einfach wirklich nur Eiweiß-Shake zwischen den Patienten. Und dann nachher... Wenn ich Schwingtraining habe, kann ich nicht mehr grosses essen. Okay. Also meistens wirklich nur 2 Stückchen Brot mit ein bisschen Kumpfi, dass ich nichts im Magen habe, weißt, oder? Weil, ja, das liegt halt einfach schon auf, oder? Weil, ja, ich kann nicht um 6:30 bis 7 voll essen und der macht es jetzt. Das geht bei mir einfach nicht. Ja. Und dann tue ich aber nach dem Training esse ich dann noch einmal. Ja. Aber das heisst, wieder gekocht, oder? Was ist das? Entweder vorgekocht, oder ich tue ich selber... Ich trinke extrem viel Milch, halt, also Vollmilch, was einfach ist. Oder? Mega, ja. Ich weiss, dass es für den Körper nicht das Beste ist, aber für mich funktioniert es einfach, wenn ich sage jetzt nach dem Training 1 Liter Milch trinke, dann habe ich wieder 600 Kalorien drin, oder? Weil ich wollte ja weisst ins Bett, oder? Ja. Und jedes Mal noch kochen oder essen, ja. Ja. Aber manchmal halt einfach meine Cornflakes zum Beispiel. Ohne Zucker. Perfekt, oder? Mhm. 80 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, weißt du, kannst easy mit Milch wegsnacken, oder? Mache ich viel so nach dem Training, okay. Weißt, oder? Und ja. Und wie viele Kalorien kommst du am Tag? Ja, keine Ahnung. Wirklich, ich weiss wirklich nicht. Für mich ist, wenn ich nicht abnehme, dann stimmt es, weißt du? Und ich kann's. Und Energie hast. Genau, das ist schon wichtig. Dort habe ich schon ein Potenzial. Okay. Ich weiss auch, also weißt du, zum Beispiel so Früchte, Gemüse, Vitamine, Früchte, genug trinken, das hat die extrem. Okay. Ja. Schau da. Ich habe einfach selber gemerkt, meine Frau die kocht eigentlich fast immer super vor. Also, es ist denn da? Da, ja. Wir essen immer da an dem Tisch. Ja. Ja, nein, und dann haben wir Mikrowellen da. Aber auch Gemüse und so. Gemüse. Und ich merke das selber, wenn ich das nicht... Also ich habe das früher noch nie so geschaut, aber seit sie vor x Jahren wir uns entschieden haben, dass wir... Oder dass sie dort vorkochen, sagen sie so. Wir haben entschieden. Also nein, wir haben gesagt, ja, wir machen es aber wieder Mittag. Und ja. Da hat sie wirklich einmal sich am Montagmorgen hat sie frei gehabt. Also nicht frei, sie hat eingekauft und vorgekocht für die ganze Woche. Und dann haben wir eigentlich während der Rest der Woche Töpperwerk gehabt. Oder? Das ist sie ja. Nein, jetzt nicht mit den Kindern. Aha, Kindern. Aber voran noch, wo wir beide da im Geschäft waren, hat sie alles vorgekocht. Und dort bin ich dann auch so ein bisschen auf den Nutzen des Gemüses gekommen.
es ist mir viel besser gegangen, viel fokussierter gewesen. Das ist jetzt traurig, ja. Weißt du, zum Beispiel, ich habe jetzt bei der letzten Woche bin ich noch krank gewesen, jetzt habe ich die Woche mal einfach zwei Mandarinen gegessen, dann ist immer Tag. Das merkst du einfach, weißt du? Ja gut, zwei Mandarinen für dich, das ist nichts. Ich bin so eine Frau, so, boah, ure vital, weißt du? Weißt du, wir wissen es ja, meine ich mit meinem Studium sowieso, weißt du? Aber ja. Yeah. Nein, das ist, also ich sage wirklich, und dort, das merke ich schon, das Gemüse, das ist so wichtig und das sagen alle. Aber das ist eben einfach. Ich sage Gemüse, genau, oder Brokkoli, das kannst du auch eine gute Qualität gefroren kaufen, ein bisschen warm machen. Weißt du, ich friss, also sorry, ich esse manchmal halt wie ein Neandertaler. Ich brauche Eiweiß, Kohlenhydrat vor allem, weißt du. Mache ich einfach, keine Ahnung, Reis und Eier drin und in eine Schüssel vor dem Fernseher und dann. Verstehe ich. Einfach möglichst, und wenn, ja, wenn dann halt, man muss Salat dazu und so, weißt du, oder? Ja, aber Gemüse bringt easy. Ich weiss, das ist wirklich, weil das ist auch das, was der, ich sage, der Regeneration hilft, oder? Genau, sonst schaue ich schon, weißt du, mit Omega, mit Zink, Magnesium, all das. Das mache ich alles so, nicht. Weißt, aber ich trainiere auch nicht so viel wie du. Ja, aber nicht so sicher. Mal. Du trainierst nicht. Ich darf es nicht sagen, im Moment wirklich sehr wenig. Zweimal pro Woche. Zwei bis drei Mal, ja. Voilà. Ja, gut. Ja. Aber nicht in dem. Ja. Weißt, ich trainiere das nicht. Das Einzige, was unterscheidet, ist der Druck, den du nicht hast. Weißt? Nein, ich trainiere für nichts. Du trainierst für etwas. Das ist einfacher. Ja. Ich finde Trainieren viel einfacher, wenn du ein Ziel hast. Weißt? Viel einfacher, genau. Ja, viel aber einfacher. Eben darum sage ich dann, ja. Das muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur das Geschäft habe und den Wettkampfsport nicht, und ich bin nach dem Geschäft dort, dann muss ich entscheiden, trainiere ich jetzt hier oder gehe ich heim zu den Kindern? Ja, ich würde heim zu den Kindern. Eben, das ist so. Darum, ich, Und jetzt gehen wir mal über den Mittag, rennen wir einmal um den See. Einmal in der Woche. Mal. Wie lange machst du Mittag? Ja, je nachdem. Dann, wenn wir rennen, dann mache ich etwa eineinhalb Stunden. Dann gehen knappe eine Stunde. Knappe Stunde rennen und noch ein bisschen essen. Ja, und ausschwitzen und runterfahren. Gut, ja, darum haben wir ein Eisbad. Jetzt haben wir ein Eisbad. Mit dem Säckchen ein Eisbad? Haben wir jetzt auch schon gemacht, ja. Das ist geil. Ich finde das wirklich, ja. Man sagt ja, regenerationstechnisch nach dem Training ist nicht optimal. Aber ich finde halt, es kühlt halt schneller ab. Das finde ich super. Das ist wirklich super. Ja. Und es ist auch cool, wenn man mehr als jemand ist, oder wenn wir das Zweite, das Dritte, das Vierte sind und nachher paddeln die dann noch schnell. Das ist schon recht cool. Es ist so bei uns alle, gell? Ja. Und darum, nein, eben, ich trainiere im Moment sehr wenig. Aber es läuft mir extrem gut. Wie ist das wegen deiner Gemüse-Supplement. Du mitnimmst. Also ja, so kommst du gar nicht. Auch Eiweiß-Shakes und so. Mal, also am Wettkampf dort unbedingt und wenn ich wirklich merke, ich habe ein super Herztraining gehabt. Also am Wettkampf nimmst du Eiweiß-Shake? Ja. Also nach dem Wettkampf? Also Eiweiß, es ist mehr so Regenerationsshake, wo halt auch Carbs und so drin hat. Ja. Weil wenn sein Training halt intensiv ist, dann nehme ich lieber das. Weil es hat alles drin, es hat auch Vitamine noch drin und alles mögliche. Ja, wenn es so ein Tablett gäbe, wäre schon schön. Also einfach all das aber es ist auch schön, ich sage, richtig essen, warm essen, das ist mir mega wichtig. Ja, mir auch. Es ist ja viel besser, oder? Ich meine, die Leute vergessen immer, ein Nahrungsergänzungsmittel heisst nicht umsonst so, weißt du, oder? Ja, genau. Aber es geht halt bei uns nicht mehr ohne. Ja, nein, das geht definitiv nicht. Und da bin ich auch voll dahin. Jeder hat das seine eigene Philosophie. Voll. Aber für mich funktioniert das jetzt größtenteils so, oder? Aber dass ihr irgendwie ein Screening oder so mal gemacht habt in diesem Bereich? Mega interessant, dass du das sagst. Ich mache das jetzt gerade in zwei Wochen. Cool, wo? Aber zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ja. Wow. Die Dame heisst Sina Dargel. Aha. Sie ist eine Patientin bei uns und ich kenne sie aber sonst schon. Ich gehe dir mal vorbei und ich habe einfach gesagt, also ich bin schon über den Winter extrem viel so angetatscht, weißt du, so ein bisschen, ich bin fast nie krank, aber so im Sinn von, oh, jetzt nimmt es mir wieder, weißt du. Gemüse, nein. Nein, ich bin ja nicht krank, aber ja, so, weißt du, wie das ist? Ich weiß genau, wie das ist. Du bist anfällig, das kannst nicht brauchen. Fieber oder so und das ist scheiße, weißt du. Kannst nicht brauchen. Nein, das kannst du nicht brauchen. Und dann gesagt, also ehrlich gesagt, hat mich meine Geschäftspartner drauf gebracht. Bei mir ist immer so, alle sagen, mach doch. Und ich sage immer, brauche ich nicht. Und es geht etwas länger und dann irgendwann bin ich bereit für das und dann mache ich es. Ja, und dann musst du auch dranbleiben mit allem, was nicht rauskommt. Ja, genau. Das ist wie Mentaltraining, habe ich bis 24 brauche ich nicht. Ja, das hätte ich jetzt genau, wäre noch meine nächste Frage gewesen. Und seitdem mache ich es so konsequent wie wahrscheinlich nicht mehr. Was heisst denn das? Wie viel? Wie oft? Was machst du? Warum? Also ich habe einen Mentaltrainer, Marc Schelbert heisst er, ist von Schweiz. Er war Handballer, Profi-Handballer, das passt, oder? Und
Zu dem bin ich, weiß auch nicht, bin ich zu dem gekommen, ich glaube über die Frau. Und meine Frau hat auch Handball gespielt, okay. Ein Jahr lang. Okay. Und sie war bei dem schon gewesen, und dann bin ich mal zu dem. Und ist ein bisschen blöd für ihn, ein bisschen gut für mich. Also ich brauch den jetzt noch so ein, zweimal im Jahr. Weil er hat so gute Tricks mir beigebracht, weißt du, dass wir das nur noch kurz alle besprechen müssen. Und dann weiss ich, was machen. Oder? Also, am Anfang bin ich extrem viel zu ihm gegangen, so einst im Monat, weißt du, bis ich das Werkzeug mal gehabt habe. Also, weißt, das heisst, visualisieren, Glaubenssätze, all der Quatsch. Mhm. Oder? Und ich brauche es, ich muss das Alltag machen. Du machst es aber Alltag. Ja. Also, wann machst du es? Jetzt nicht. Ich fahre so am Jänner an, weißt du? Auf die Saison rein langsam, oder? Und dann immer am Abend vor ins Bett gehen. Einfach am so. Am Abend vor ins Bett gehen? 10 Minuten habe ich so ein Programm, das ich visualisiere. Und dann geht es einfach darum, also visualisieren heisst nichts anderes, um dir Sachen vorzustellen, die eigentlich noch nicht eingetroffen sind, oder? Aber wenn du dir einfach kannst vorstellen, und das musste ich lernen, weißt du, wie es ist, oder? Wenn du es nicht kannst vorstellen, geht es. Das geht es eh nicht. Und das ist manchmal noch zäh. Weißt du, wenn du einen strengen Tag hast, es geht nicht immer gleich gut, oder? Also ich liege dann an, ich muss Musik haben in den Ohren, immer die gleiche, oder? Und dann, ist es manchmal, dann probierst du reinzukommen, oder? Also weißt du, stellst dir dann, also ich, den Wettkampf vor und mit Details und Gegner, wie will ich die besiegen und mit was verschwimmen, oder? Und wenn du nicht reinkommst, weißt du, musst manchmal wieder, wie man Training vorne anfangen, oder? Mhm. Also weißt du, manchmal merkst du, du machst Mentaltraining, bist schon mit dem Grind nicht richtig da. Und dann bist du zwar Gegner durchgegangen und merkst, hey, ich bin nicht dabei, ich muss noch anfangen. Weißt du, dann geht es manchmal 20 Minuten, oder, bis du fertig bist, oder? Aber es geht dann auch, je länger es Saison geht, desto länger, oder? Und es ist extrem wichtig für mich, oder? Weil jeder Spitzenschwinger hat Zweifel, weißt du? Ja, das glaube ich. Und das sind alles Menschen. Manchmal merkst du das, du hast eine super Phase gehabt und plötzlich fährst du verzweifeln. Da stehst du am Schwingfest vielleicht, weißt, und dann schaust du deine Gegner an und dann denkst du, damn, hey, ist der stark, weißt du? Sag ich jetzt einfach, oder? Oder hey, der ist ja noch körperlich zu Weg. Und du vergisst, dass du selber auch so zu Weg bist, oder? Und der braucht es mental, musst eben wieder arbeiten, weißt du, dass wieder der Zweig muss viel machen, dass ich wieder dort bin und dass ich am Schwingfest gehen kann. Und also blöd gesagt, kannst du den Schwingfest nur gewinnen, wenn du gehst und du das Gefühl hast, außer mir gibt es heute keinen, weißt du? Und das bringst du immer an, also ich mental, aber es braucht manchmal ein bisschen. Ja. Ja. Wie denkst du, ist das ein Unterschied, ob du das immer am Abend machst oder am Nachmittag am 4 Uhr, mal am 12 Uhr, mal am 10 Uhr? Weiss ich gar nicht. Gute Frage. Also mir geht es schon am ringsten am Abend, weil ich wirklich Zeit habe, weißt du. Ich kann es noch gar nicht. Also morgen könnte ich es sicher nicht. Ich kann nicht am Morgen früh trainieren, das geht auch nicht. Aber Schwingfest, dann macht die fängt an, oder? Das ist aber das Erstaunliche. Das ist der Wettkampf, also ich bin extrem der Wettkampftyp, weißt du. Ich habe manchmal im Training, vor allem, also ich bin jetzt erst 28, aber älter, also ich werde mehr Mühe, mich zu motivieren, um wirklich an die Grenze, es geht schon. Aber ja, ich verstehe das. Ich kann nicht immer 120% geben. Am Wettkampf kann man das viel, viel einfacher, oder? Aber das Mentaltraining tut dich ja mehr auf die Situation einschiessen und du musst ja dann nicht sagen, hey, ich gebe jetzt im Mentaltraining 120%. Ja, bei mir aber schon, wenn ich ein gutes Mentaltraining habe, also weißt du, so 10 Minuten super visualisiert, dann habe ich immer das Gefühl, jetzt kommen die gerade auf den Schwingplatz. Ja. Also da verjagt es mich fast im Bett drin, weißt du, oder? Vor dem Einschlafen. Hä? Vor dem Einschlafen. Ja, ich kann relativ gut einschlafen. Okay. Ich bin am Handy, bis ich gehe pennen. Ich weiss auch, dass das alles scheiße ist, aber ja, alles kannst du auch nicht machen. Nein, kannst du nicht. Ich weiss schon, probier mit Büchern lesen, weißt, und so vielleicht, oder das Handy weg, aber ja, das ist für mich Erholung und ich schlafe wirklich gut, weißt du, eigentlich. Und, ja. Aber ich bin jetzt nicht so, weißt du, keine Ahnung, Morning-Routine-Typ oder so, weißt du, also weißt du, so die Ritual. Ja, ja, ja. Also ich habe schon meine Ritual, weißt du, aber ich könnte jetzt nicht am Morgen meditieren oder so, keine Chance, oder? Aber wenn du verwachst und sagst, hey, jetzt ist mein Mentaltraining. Und nachher mit der Energie, die du hättest. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht in 3 Jahren mache ich es, weißt du? Ja, wer weiß, jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay. Ich stehe am Morgen, weißt du, eine Stunde, bevor ich zum Haus gehe, auf und dann brauche ich schon eine halbe Stunde, bis ich den Shake reinzimmert habe. Ja, das glaube ich. Und dann brauche ich noch eine Viertelstunde auf dem Sofa, wo ich noch am Handy rumdrücke, weißt du? Oder und im Geschäft bin ich dann noch eine halbe Stunde, 3/4 früher, wo ich kurz alles rauffahren kann, schauen, was habe ich für Patienten, vielleicht noch ein paar Sachen, Versicherungen schicken und dann brauche ich aber auch noch eine Viertelstunde. Hast du es nicht?
am Morgen im Geschäft hast du anhocken zuerst und einen Kaffee saufen. Mal? Mal, mal. Oder machst du PC, oder? Den Kaffee? Mhm. Oder machst du das hier, weißt du, oder? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Je nachdem, wenn schon jemand da ist, dann vielleicht da, noch ein bisschen austauschen. Ja. Und sonst dann schon am PC, ja, den Kaffee. Ja. Ich trinke das eben den Kaffee auch mal zu schnell, das ist ein kleines Problem. Also ich trinke noch nicht wegen dem Effekt, du schon? Nein, ich kann es auch mega gerne. Gern. Ja. Mega. Haben die Barista gemacht? Nein, aber die ist super. Ja, sicher, wir haben auch nur so eine, ja. Weißt du. Aber ich kann halt nicht, das Problem ist, wenn der Patient kommt, dann muss ich ja... Du bist dort und immer dort, voller Fokus. Ich bin nervös vor dem Patienten, weißt du, so leichte... Ja, verstehe ich. Ich brauche das auch, ja, weißt du, weil ich es so gut machen. Ja, voll. Und ich finde, wenn du das nicht hast, dann musst du den Job wechseln, oder? Ja. Und darum brauche ich halt noch schnell eine Viertelstunde morgen, um anhocken, einfach nichts machen oder vielleicht am Handy ein bisschen sein und dann so los. Und am Mittag muss ich darum auch zum Geschäft aus. Ja, voll. Einfach das ist ja gut. Ja. Spannend. Also du machst schon extrem lang Mentaltraining. Extrem lang. Ja, also so lange eigentlich nicht. Jetzt erst seit eben 2018, seit 5 Jahren. Eben, das ist schon noch lang. Ja, aber eben, ich bin dann alle auch im Herbst froh, muss ich es nicht mehr machen am Schwingfest, weißt du, weil man muss mich manchmal schon zwingen. Ja, voll. Aber das ist eben, wie du sagst, wir haben vorne ja, Gerät und Schwingen. Eben, du kannst noch so viele Kniebeugen machen, du kannst noch alles machen. Ja. Es bringt nichts, oder? Mhm. Ich mag mich noch erinnern, als du das erste Mal da warst, haben wir über das Gerät. Ja. Über die Situation, wie das ist vor dem Schwingen. Weil sonst, eben, sonst ist die Zeit, weißt, ich war 5 Sekunden schneller als du in dem Workout, genau. Oder ich war schneller um den See. Aber du bist ja dann gegen jemand anderen, der sich bewegt und so selber denkt. Das ist so nicht, ja. Aber ich mag mich noch erinnern, wir haben dort vom Eidgenössischen geredet, letztes Jahr war das, wo du einfach eine Freude gehabt hast, an dem Schwingfest wieder zu sein, nach der Verletzung. Ja. Und auch die wahre Freude hast du mitnehmen können. Und dir ist ja super gelaufen. Ja. Und das ist ja... Wie ist dir die Saison gegangen mit diesen Sachen? Du hast einen riesen Erfolg gehabt, oder? Es hat mega viel Höchst und Tiefs gegeben. Also, es sind nicht viel Tiefs von den Resultaten her. Die Resultate sind immer super gewesen. Okay. Also ich war immer in den ersten 3 oder so, gewesen, aber es hat sehr viele Gänge gegeben, wo ich musste sagen, da hast du jetzt geschnuffert oder hättest du es nicht müssen verlieren, weißt, weil ich einfach nicht bei der Sache war. Weil einfach, es ist für mich auch seit langem wieder eine ganze Saison gewesen, weißt, also die letzte ganze Saison habe ich vor 5 Jahren geschwungen, oder? Und das war noch ein bisschen ungewohnt gewesen, darum musste ich mal einen Schwingfest rauslassen. Aber verletzungstechnisch hast du jetzt können durchziehen im Vergleich zu den nicht anderen. Ganz. Also okay. Ich habe 2 Schwingfeste. Ja, aber eben. Ja. Aber sonst konnte ich die ganze Saison schwingen, oder? Und das war schön, diesen Prozess auch zu sehen. Ich merke wirklich, wie du besser wirst. Ich arbeite sehr eng mit dem Grab Martin zusammen. Das ist ein ehemaliger Spitzenschwinger auch. Er hat mal Sonnenspunnen gewonnen. Und da tun wir immer nach der Schwingfest ein bisschen austauschen. Was war gut, weißt, was war nicht gut. Und da konnte ich in der Saison extrem Fortschritt machen. Und das hatte ich sonst gar nicht die Möglichkeit. Oder? Letztes Jahr habe ich vor dem Eidgenössischen 2 Schwingfest gemacht. Oder? Und das ist nicht so gut. Oder? Und das war natürlich aber einfach für das Eidgenössische, weil ich ohne Druck schwingen konnte. Und das Jahr habe ich wirklich aber probiert, so das, was ich gesagt habe, die Freude oder? auch zu haben. Und es ist an sehr vielen Fest gut gegangen. Ja. Weil ich einfach angegangen bin und dachte, ah, geil, oder? Aber das verlierst sehr schnell halt auch, die Leichtigkeit. Weil sehr schnell siehst du wieder nur, ich will gewinnen, Resultate und so, und verlierst so ein bisschen die Freude, oder? Während dem Schwingfest oder zwischen den Schwingfesten? Zwischen der Saison. Ich hatte vor dem Rigi-Schwingen ein bisschen eine Base gehabt. Also nicht schlecht, aber immer so ein Gang, wo so ein bisschen, weißt, und es ist nicht aufgegangen und so. Und dann bin ich ins Rigi schwingen, bin dort aufgefahren mit der Bahn und habe nur so, ich war das erste Mal dort oben gewesen, seit 10 Jahren. Ja. Oder? Und dann dachte ich, hure geiles Schwingfest. Ja. Was haben wir für ein Privileg, da zu schwingen, weißt du? 5.500 Leute, oder? Schönste Kulisse, Topwetter, oder? Und dann hatte ich den ganzen Tag so Freude gehabt, weißt du, dort zu schwingen, oder? Und das ist, und habe nachher gewonnen. Eben, ja. Das hat es nachher wieder ausgemacht, oder? Und Spunnen genau das Gleiche, oder? Also es hat ja nicht gelangt, ich bin auf Zweiter geworden, aber es ist sicher nicht schlecht. Brutal, ja. Aber ich bin dort am Morgen an und ich wusste, Pirmin, es ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass du da schwingst. Weißt? Weil das nächste Mal ist in 6 Jahren. Und in 6 Jahren so 100% schwinge ich dort nicht mehr. Weißt, oder? Weil ich sage mal, so mit 2, 3, 34 hast du es dann schon erst gesehen im Schwingen. Weißt? Also ich mit meinen Verletzungen.
Und da bin ich dann und dachte, hey, das musst du jetzt einfach reinsaugen, weißt du? Und das ist aufgegangen so, oder? Fast. Mhm. Oder? Mhm. Und also zum Mundspulen gibt es schon eine Geschichte. Ich habe das Jahr immer super geschlafen vor dem Schwingfest. Immer. Nicht nervös. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt bist du ein bisschen älter und dem Fall nicht mehr so nervös. Vor dem Mundspunnen ins Bett am Samstag, super gegessen, ins Bett, kein Sau gezogen, da bis am Morgen um 3. Um 4 Uhr mussten wir gehen. Ja. Eine Stunde geschlafen. Aufgestanden um 4 Uhr, weißt du, nach einer Stunde schlafen. Und weißt du, wie es ist, du gehst pennen, so um 9 Uhr, 9, 10 Uhr. Denkst du, hey, geil, 6 Stunden schlafen, super. Und dann liest du, ah, noch 5 Stunden. Ja, ja, gut. 12 Uhr, denkst du, hey, wenn ich jetzt schlafe, habe ich noch 4 Stunden, ist gut. Ja, dann ist es. Um 3 Uhr fragt mich die Frau, und schon geschlafen? Ich so, nein. Und nachher am Morgen aufgestanden, oder? Ein Bruder angerufen und ich schon gesagt, hey, Katastrophe. Eine Stunde geschlafen, das kannst du vergessen, es geht nichts heute, oder? Und dann auf Interlaken gefahren, weißt du? Kaum zum Grind ausgesehen, weißt du, so müde, wirklich müde ja. gewesen, oder? Aber du hast nicht selber müssen fahren. Nein, ich habe das Autobillett da weg. Nein, gefahren und dachte, Scheiße, das geht nichts. Sehe meinen Betreuer, den Grabmartin am Morgen, weißt du, der sagt, das ist gut, weil die wollen ja wissen, wie es ja. Ich sagte, Katastrophe. Weißt du, wirklich gefühlt wie vom Lastwagen überfahren. Schon gemerkt, das wird nichts heute, oder? Und nachher sind wir reinlaufen in dem Team. Grosse Boombox in die Mitte gestellt, weißt du? Da haben wir alle so ein episch geile Musik. Anfangen einlaufen und dann mit dem Adrenalin und alles. Das war wie ein Schwamm, der das aufgesogen hat. Dann war die Müdigkeit weg. Dann habe ich also ein paar Sprünge gemacht, weißt du? Und einfach gemerkt, das ganze Timing von der ganzen Saison, weißt, auf diesen Tag stimmt, oder? Weißt, ich habe gemerkt, ich bin so schnell wie noch nie, ich bin spritzig, ich habe frische Beine und bin keine Sekunde mehr müde den ganzen Tag. Und das war so eine wichtige Erkenntnis gewesen, auch für die Zukunft, ja. Weißt, oder? Ja. Weil es ist schon scheiße, weißt, wenn du wichtigsten Wettkampf vom Jahr eine Stunde schlafst und du das Gefühl hast, ja komm, ich kann wieder heim, oder? Ja. Und das war schon geil gewesen. Mega. Mega cool. Ja. Aber du sagst einlaufen. Wie war denn der Ablauf gewesen? Wann hat das Einlaufen angefangen? Wann hat es angefangen? Wie? Anschwingen ist ja um 8. Halb acht, glaube ich. Und dann kannst du um 6:30 einlaufen. Das ist ja der Einmarsch mit den Schwingern in die Arena, weißt du, und so. Du musst ja sehr früh. Und 6:30, eben, es ist noch recht verschlafen, als echt bis dort, weißt oder? Eben, du? Musst um 4 Uhr morgens sind wir abgefahren. Ich schwimme fast gar nicht bis am Abend um 5 Uhr. Ja. Und das Einlaufen ist dann einfach mit dem Team, mit der Mannschaft, weißt du? Also mit deinem Club? Nein, mit dem Innerschweizer Verband. Okay. Es sind ja nur 35 voll. Leute gewesen, weißt mhm. Und du? Du tust mit denen und fährst ein bisschen an, weißt du? Also ganz locker, einer macht es vor. Unser Teamcoach und der sagt, das ist dann drei so, man macht ein bisschen Übung, einfach ein bisschen rauffahren. Mhm. Bis am Schluss dann wirklich Sprints, Sprünge, weißt du? Wirklich so laden für den Tag. Eigentlich. Aber dann machst du am Anfang zeigt er vor, aber du darfst nachher gleich deine eigenen Sachen machen. Ja, dann machst du alles, was er macht eigentlich. Das, okay. Das ist auch so, oldschool. Ja, oldschool hat das ja klar. Jeder hätte nachher. Das geht ja nur mal darum, den Motor rauffahren. Ja. Dass mal, für mich ist immer wichtig, dass ich den eigentlich schon richtig am Anschlag bin. Oder? Ja. Sonst, und das habe ich früher viel gehabt, es haben viele junge Schwinger, dann ziehe ich erst Gang rein. Und die haben das Gefühl, hey, ich schnaufe viel mehr als sonst. Was ist los? Weißt, ich bin ja, Körper ist noch nicht warm. Nervosität, Körper ist noch nicht warm. Und wenn ich das erst durchgehe, dann geht es mir nachher super. Vor dem Gang tust du eh selber einwärmen. Weißt, dann tust du noch das dehnen, was du musst. So Ritual halt, weißt du, so möglichst Spritzigkeit noch schladen und dass du dann wirklich kannst rein, oder? Ja. Aber das Wichtigste vor dem Schwingen ist immer der Brunnen. Hast du das mal schon gesehen? Wir gehen immer einen Brunnen. Das ist so Gesichtabwäsche. Schön, also so ein Startritual, weißt du? Weil du bist ja am Tischli, oder? Wartest, sind vielleicht noch 5 Gänge vor dir, oder? Und dann weißt du so, wenn noch ein Gang vor dir ist, oder? Okay, jetzt muss ich mich aber anmachen. Ja. Also bist du aufgewärmt, aber dann läufst du zum Brunnen, dann wartest du dort, oder? Und wenn der Gang vor dir fertig ist, dann kannst du dein Ritual machen, Brunnen, dann kannst du Platz, oder? Und das Schlimmste ist echt das vorher warten, weißt du? Aber wenn ja. du so jetzt geht's jetzt los. Ich, das ist nachher schön, weißt du? Dann kannst du gehen, oder? Und nachher, wann kommt denn die Sorge? Du hast vorhin von der Sorge geredet, vom Gegner, der sieht so parat aus. Wenn du am Tischli hockst, hast du die. Also, wenn du gut läuft, hast du sie nie. Hast du sie nie, oder? Nein. Also, guten Schwingfest habe ich das nie, weißt du, oder? Also, das habe ich in seltenen Fällen. Mhm. Aber es gibt halt manchmal, und das ist schwierig.
Jeder Schwinger kann das bestätigen. Spitzenschwinger, manchmal, wenn es mal nicht ganz so läuft, das muss nicht, du kannst Zweiter werden, aber das Gefühl, es ist zu echt gewesen, oder? Ja. Und dann ist es schwierig, aus dem rauszukommen, weißt du? Oder du hast das Gefühl, Kopf, ich habe jetzt 4 Schwinge fast top geschwungen. Und irgendetwas ist nicht gleich, weißt du? Das Gefühl ist nicht gleich, schwingst nicht so frei, du denkst vielleicht auch zu viel, das habe ich im Frühling viel gehabt, das Jahr viel so, was ist, wenn ich nicht sauber durchziehe, verliere ich den, weißt du, oder? Und das darf natürlich nicht sein, weil das ist gemessert, oder? Und darum ist dort einfach, dort braucht es einen Tagbrenner, für das ist es so viel. Man sagt es so einfach, aber wenn es läuft, dann läuft es, weißt du, dann musst du nicht überlegen, das ist so, dann läuft es einfach, oder? Aber rauskommen, wenn es schlecht läuft, das ist echt schwierig. Ja. Und die ersten Paarungen, die werden ja Paarungen, sagen wir Paarungen, die werden ja bestimmt von der Jury, oder? Mhm. Oder von der Kommission. Ja. Genau, ja. Und das passiert am gleichen Tag oder das passiert schon eine Woche voran? Für welchen Gang? Für den ersten. Für den ersten? Für den ersten ist immer so Mittwoch-Donnerstag. Und ist denn das für dich schwierig, wenn du siehst, sie suchen, also ich gelesen, sie schauen dir, das sagst du, dass ein bisschen die schwierigen zusammentun, ja? Genau. Klar, weißt du, der meiste Schwingfest kannst du dir jemanden ausmalen, wer das hast. Okay. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel am Innerschweizer Schwingfest bei uns kommen ja alle noch Gäste. Oder? Das Jahr habe ich jetzt gewusst, dass Studium kommt, zum Beispiel, da habe ich ja gewusst, dass ich den am ersten habe, weißt du? Weil der Vicky hat mit ihm schon 2 Wochen, 3 Wochen vorher geschwungen. Ich weiss, den Gang mache ich jetzt nicht mehr. Okay. Und ich wollte ja die Gang auch, weißt du? Okay. Also, das ist der, ich hatte nie das Gefühl, oh, den wollte ich nicht oder den. Ich freue mich, je besser der Gegner, desto einfacher, weißt du? Weil der muss, der weiss, ich muss 120% machen. Und das ist geil, oder? Ja. Aber das kommt immer so etwa 2-3 Tage vorher raus. Und dann mache ich es immer so, wenn ich weiss, was für einen Gegner ich habe, meistens kommt es am Mittag aus, weißt du? Wenn ich am Mittag ganz schnell nach dem Messen liege ich schnell an, mache mir schnell 2-3 Gedanken, weißt du, über den Gegner, und dann vergesse ich das wieder bis zum Sonntag. Oder? Weil sonst ist es dann auch streng, wenn du für 2-3 Tage zu präsent im ist, weißt du, so, das kannst du ja auch nicht sein, oder? Voll. Ist aber halt schon, der erste Gang ist mega wichtig, und darum machst du natürlich schon Gedanken über das, oder? Aber das heisst, du musst am 8. Uhr am Morgen am paratesten, also fast am paratesten sein vom ganzen Wochenende. Das macht das Adrenalin. Wirklich. Das ist, also du bist hellwach, oder? Ja. Klar, eben, weil halt die besten Gegner am ersten Gang aufeinander treffen, oder? Also meistens hast du im ersten Gang einen mega starken und nachher vielleicht ein bisschen weniger, oder? Und dann musst du eben 100% parat sein, aber du kannst natürlich, auch wenn du 100% Leistung bringst, kann es einfach sein, dass der Gegner besser ist dann, oder? Und ich habe das ja manchmal den ersten Gang gestellt oder verloren, weißt du, weil einfach, vielleicht, sagen wir mal so, es ist einfacher, den zweiten, dritten, vierten Gang zu schwingen, weißt du, weil du schon ein bisschen eine Referenz hast, wie es an diesem Tag läuft, also wie du dich fühlst, wie du weg bist, oder, der erste Gang ist darum ein bisschen schwieriger, oder, es ist ja wie eben, Gewicht haben, der erste Lift ist der schwierigste, ja, ist der schwierigste, oder? Du weißt heute, oder, und manchmal, das kennst du ja, manchmal langst du die Stange an, die leer, und du merkst schon, das ist sehr gut, weißt du. Und manchmal hast du das Gefühl, weißt, die 20-Stangen ist schwerer, oder? Ja, aber das ist nur im Kopf. Ja, auch wenn, und das hat mir auch mal einen Wettkampf gezeigt. Ich bin, Reisen ist ja schön, das ist ja leicht im Vergleich zum Stoßen, oder? Ja. Und nachher im Warm-up, also machst du zuerst 3 Reisen, nachher 3 Stoßen, nachher im Warm-up zum Stoßen. Oh, 120, schon unendlich schwer. Nachher denkst du, das ist 120. Im Stoßen? Ja. Ja. Ist ja nicht schwer. Was ist dein PB? 143 oder so. Ja, dann denkst du, ja, das kann jetzt nicht so sein. Und nachher, dann gehst du an und denkst, also dort mental für mich ist das Beste gewesen. Dann dachte ich, nein, das kann nicht sein. Weißt du, es ist immer noch 120 Kilo und es ist nichts anders als sonst. Ich habe alles gleich gemacht, das kann gar nicht sein. Und dort habe ich irgendwie, glaub ich, noch Bestleistung gemacht an dem Tag. Aber auch weil du das gezeigt hast? Ja, nur wegen dem. Und nachher habe ich gesagt, schau, es kann nicht sein. Es gibt keinen Grund, wieso das so sein soll. Und schlussendlich, ja, es ist dann gegangen. Klar, es ist nachher auf der Bühne Adrenalin, bla bla bla. Aber es ist interessant, ja, bei uns ist das, wenn wir alle sagen, schwing doch einfach. Weißt? Ja, manchmal weißt du, heute fühle ich mich nicht so gut, ja, wenn du dir das einredest. Schwing doch einfach, weißt? Hab einfach Freude an dem, aber eben. Das verlierst du manchmal. Ja, genau. Auch, du bist da, weh. Ich meine, es gibt nicht so viele Gute wie du in dem, was du machst. Ja, genau. Es gibt es einfach nicht. Das ist schon, das fällt mir jetzt schon viel einfacher als vor 5 Jahren, das auch zu sehen, weißt du, oder? Um die Arena zu sehen und denken, was für ein Privileg, oder? Crazy. Ja, ja. Wie wenig Schwinger sind dort oben gewesen? Ja, wie wenig Sportler darf ich das erleben, ja. Weißt du, oder?
Und wie wenig Leute dürfen dort zuschauen. Yeah. Also weißt du, nur schon, dass du überhaupt kannst zuschauen, musst du ja weiss nicht was machen. Das ist überhaupt, ja eben. Ist so, ja. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ja, und es ist halt aber gleich so, weißt du, also eine Karriere geht schon sehr schnell durch. Also bei mir, ich merke es jetzt extrem, wenn ich jetzt gegen Kinder erzähle, weißt du, oder so. Möglichst noch das Beste rausholen aus diesen Jahren, möglichst im Training die richtigen Wege gehen, weißt du. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Trainer hat das analysiert, oder? Weil am Anfang, wenn du jung bist, weißt du, 18, logisch, voll. Du kannst einfach verwalten und denkst, okay, so viele Jahre habe ich noch, auf so viele Chance habe ich nicht mehr, oder? Ja. Aber eben, das ist ja, eben es kommt dann ein anderes Geniessen. Ja, ich meine, das als Junge, hey, bam, bam, bam. Genau. Also ich denke, du meinst auch, weißt du, wenn unsere, ich bin im Schwingtraining zum Beispiel gar nicht, wenn das Schwingtraining eine Stunde, Viertel alt ist, dann muss ich nicht mehr ans Limit gehen. Weißt? Ich habe meine Gänge am Anfang, weißt? Und wenn ich müde bin, dann muss ich nicht mehr riskieren. Ja. Weil dann habe ich zu fest Angst, dass ich mich verletze. Ja. Wir sehen die Jungen, weißt, die 20er, voll. Die mögen auch noch, ja, voll. Und einen anderen Tag auf Baustelle um 6 Uhr, weißt, bis am Abend in der grössten Hitze. Oder? Aber die Kinder, die, weißt, das ist einfach normal. Das Mittag noch vielleicht, weißt, oder? Ja, das funktioniert auch, weißt? Funktioniert. Haben wir ja so gemacht, oder? Und dort, aber die machen sich keine Gedanken über das. Und das ist eben ich bin in der Stiftung, ich habe Metzger gelernt, weißt? Wenn ich nach dem Schwingfest, jeden Montag morgen um 3:30 aufgestanden, weißt, oder? Und um 4:30 im Schlachthaus gestanden. Ich würde sterben, wenn ich das so viel mache. Ich wäre tot, oder? Ja. Aber das hast du einfach gemacht und hast nicht hinterfragt. Wir haben vorne über die dritte, vierte, fünfte Gang geredet, so die zwischendrin. Mhm. Und wir haben über das Training geredet und dort hast du gesagt, ja, ich trainiere es einfach so, wie es kommt. Aber ich kann mir vorstellen, nach diesen Gängen bist du nachher richtig müde. Oder nach jedem, ja, am Schwingfest, nach jedem Gang. Also, du musst wieder runterfahren, musst wieder rauffahren. Das ist streng, das siehst du richtig. Also weißt du, wenn den ganzen Tag, du hast ja nicht viel, also ein Training rein von der körperlichen Belastung viel strenger, weißt du. Über die 8, also weder die 8, ja, viel 6, Training, 8 Gänge. Training machst du vielleicht 15 Gänge, weißt du. Also, okay. An 5 Minuten, oder? Und, oder 10 Gänge, weißt du, aber viel mehr als am Schwingfest. Am und viel kürzer zusammen gedrückt. Genau. Ja. Schwingfest macht dich wirklich kaputt, das voll rauffahren und dann wieder anderthalb Stunden Pause. Du bist wieder eiskalt, auch wieder rauffahren. Ja. Aber auch dort, wenn du einen super Tag hast und es läuft, dann hast du das Gefühl easy, weißt du, merke nichts, oder? Wenn es aber fährt, einfach knurzen, weißt du, oder? Und du kommst nicht rein, verlierst vielleicht erst, stellst noch einen, dann hast du das Gefühl, es geht ewig, weißt du? Ja. Oder dann bist du auch viel mehr kaputt am anderen Tag. Am anderen Tag, das, wo du sagst, vom Kabuzzi, ich kenne das von CrossFit-Wettkämpfen, wenn es intensiv ist und hart, dann ist eigentlich der Kopf müde. Klar, der Körper ist ein bisschen schlapp, aber eigentlich der Kopf ist das Problem, oder? Ja. Das, genau. Das ist das. Darum arbeite ich nicht mehr. Ja, eben. Das ist der Kopf und nicht, dass du sagst, Nein, körperlich, man trainiert ja am Ende dann auch wieder. Ja. Das geht tipptopp. Also, das ist wirklich so, an einem Mittwochmorgen, wenn ich Schwingtraining habe, bin ich viel mehr kaputt als nach einem Wettkampf körperlich. Ja. Aber eben, das Mentale macht die Alte fertig. Wir haben das Essen angesprochen. Du tust vor dem Training isst eben deine zwei Scheiben Brot und dann hast du so einen Sonntag, wo du deine vielen Gänge hast. Was machst du dann? Ja, also auch zwei Scheiben Brot am Morgen. Wichtig ist ja, was du Freitag, Samstag, dort schaue ich extrem, weißt, dass ich wirklich viel Kohlenhydrate drin habe. Langkettige und nachher am Morgen zwei Brötchen. Wie viel magst du auch nicht essen, weißt, wo du merkst? Dein Shake geht nicht runter. Stell dir vor, ey. Nein. Oder die Hälfte von dem? Nein, ich darf keine Milch am Wettkampftag. Oder auch am Samstag schon nicht. Weil das merke ich, das tut mir mega nicht gut. Weil okay. Rein von der Spannung, Nervosität, da muss ich sehr vorsichtig sein. Ich habe super herausgefunden, was mir gut tut, weißt. Und während dem Wettkampf ist dann wirklich nur also die Gel, weißt du? Ja. Oder halt Zucker. Alles Riegeli und am Mittag zwei, drei Reiswaffeln mit etwas Schoki und fertig, weißt du, oder? Ja, sehr, sehr, sehr wenig. Sehr wenig, oder? Trinken halt, was magst, oder? Aber auch dort, du kannst nicht. Ich habe am Abend immer extreme Durst, also Nachdurst, musst du nachher trinken nach dem Wettkampf. Weißt du, wirklich 4-5 Liter, weil ich zu wenig tue, oder? Aber es liegt mir einfach auf. Ja. Hast du im Magen? Das geht dann einfach nicht. Ja. Das kennst du, wenn du auf den Tag stehst. Und beim Abendgang merkst du, oder? Gar nicht. Nein, gar nicht. Und, aber eben, das habe ich jetzt schon herausgefunden, wie ich das machen muss. Weißt du, über die Jahre. Und habe auch gute Berater, was das anbelangt. Riesen Wissenschaft. Es gibt Schwinger, weißt du, wo die gibt ja viele, die am Mittag das Menü essen, am Sonntag, weißt du?
die Ideale würde kochen für die Schweine. Ja. Also, weißt, okay. Schnetzeln zum Döpfelstock, weißt du? Oder mit Bratensauce und so Zeug, oder? Und das ist, aber du kannst genau sagen, ab jetzt habe ich 1,5 Stunden Pause. Ist das immer so fix, oder? Ja, dass die Einteilung ändert noch ein bisschen. Manchmal geht es schneller. Manchmal kann es sein, dass du nachher eine halbe Stunde wieder raus musst, weißt du, oder? Aber an der grossen Schwingfest weisst, jetzt habe ich Pause. Weißt, jetzt habe ich gute Pause. Plus gibt es ja dann alle so eine Sonntagsstille, weißt du, was wir haben? So also Festakt, weißt du, so offizielle Teil vom Fest, wo manchmal 2 Stunden Pause hast, oder? Ja, das, und über Mittag weisst du, aber ich habe vielleicht 11:30 in den letzten Gang und es geht erst um 1:15 weiter, weißt du? Also dann könntest du so ein kleines. Ja, eben, du, bei dir ganz nicht, bei dir ganz nicht, ja. Ja. Ich liebe das am ich habe CrossFit-Wettkampf, weil dort musst du ja Gewicht heben, ist so kurz eigentlich. Ja, aber trotzdem, ich habe mega Mühe damit. Also, nein, das ist das Beste, wenn du weißt, das erste Workout ist durch. Du hast nicht so viel wie ihr, oder? Bei euch ist das schon noch ein bisschen enger maschig. Ja, strenger als mir am Wettkampf. Wir machen viel mehr. Ja, CrossFit eben. Ja, CrossFit schon. Willst du zum Gewicht heben? Nein, schon vom CrossFit, aber von der Anzahl Workouts, sind nicht, du musst nicht 6-8 Mal wieder raus, ja, und so weiter. Ja, ja. Das ist halt, ich denke, das ist beim Schwingen noch viel strenger, weil du eben noch viel Mal mehr Idee hast. Und meine, von der Ernährung auch, weißt du, wenn du die Gel reinhaust, die Zuckergel und so, das tust du ja ganz kurz vor dem Weg, also ja, genau. Nämlich so 5 Minuten vorher, ja, oder? Aber es macht natürlich mit dem Blutzuckerspiegel auch den, weißt du, oder? Und, plus am Abend, nach dem Schwingfest, ist halt meistens Steak Pommes frites, das, was es dort gibt, weißt du? Ja. Ist auch nicht das Beste, natürlich, oder? Ja, okay. Eben, es ist ja dann durch, oder, der Wettkampf? Dann... Also, sorry, nach dem Wettkampf, also, da kann ich auch viel einfach in Meckern einfahren, weißt du? Ja, sorry, ja. Also, weißt, ich denke mir, ich komme, ich trainiere und schwinge relativ streng, weißt du? Also, wenn ich das mir nicht gönnen darf, dann will ich es nicht mehr machen. Ja, klar, also, verstanden. Liegt ja locker. Ja, voll. Also, wir haben ja keine Gewichtsklasse, weißt du? Zum Glück, oder? Voll. Ja. Beim CrossFit-Wettkampf, nach dem ersten Workout, wenn ich dann merke, ich kann ein bisschen runterfahren und dann kann gut essen, also halt etwas Warmes, Teigwaren oder so. Wie lange ist die Pause bis zum nächsten Tag? Je nachdem, 2-3 Stunden. Eben schon länger. Und dann, nein, mache ich nie. Kannst du nicht? Nein, das mache ich nie. Also kannst du nicht oder tust du bewusst nicht? Ja, ich habe meistens keine Zeit. Ich muss meistens noch anders machen. Dann. Meistens haben wir dann noch irgendeinen Stand oder sonst irgendetwas. Ja, super. Kann ich nicht anlegen. Kann ich anders tun. Aber wenn ich denke, gut essen und dann im zweiten Workout, dann habe ich so richtige Energie. Abartig. Das gibt huere Saft. Huere. Sicher? Mega. Also. Also nimmst du aber selber etwas mit oder wird dort alle gekocht? Nein, also entweder nehme ich selber etwas mit oder dann, wenn es irgendwie Teigwaren, möglichst Blut gibt oder ein einfaches Tomatensäuseli, das sich gut lässt verdauen, mit ein bisschen Käse drüber für den Geschmack. Boah, ich ist nicht immer gleich. Je nachdem mag ich dann halt, wenn es frisch und warm ist und du musst schnell Lust haben, aber dann geht es gut. Aber du hast dann auch das Essen? Ja, nicht immer. Für mich ist ja nur so, die Reiswaffel mit Schokolade ist es heilig. Ja, das ich verstehe es voll. Es ist mega schwierig. Mir geht's, ich sage, am ersten Tag geht es noch eher vom Wettkampf, am zweiten wird es umso schwieriger, dann nochmal zu essen. Das ist Beispiel am Eidgenössischen, wird ja kochen. Ja. Weißt, wir haben ein Athletendorf mit Verpflegungszelt, wo für alle Athleten wird kochen. Und das ist dabei, im Startgebühr, oder? Ja, genau, das ist dabei. Dort müssen wir nichts zahlen. Okay. Sonst müssen wir auch noch zahlen, fast 15 Franken jeden Tag, weißt du. Kommst du für eine Bratwurst über am Abend? Kommst du wirklich so eine Bombe über, weißt du? Am Morgen. Also cool. Du zahlst 15 Stutz, kommst du ein Zettel über, mit dem kannst du eine Bratwurst geben. Auf jeden Fall am Eidgenössischen ist nach dem ersten Tag, merkst du dann am Abend eben, ich habe Hunger, brutal. Und dann gehst du in das Zelt und dort wird wirklich gut gekocht, weißt du? Wirklich Pasta, Hördöpfel, verschiedene Sorten Fleisch. Und dort haust du dann schon voll rein und merkst auch, wie der Körper das aufsucht. Ja. Das brauchst du dann auch wieder für diesen Tag, oder? Darum vielleicht, ich weiss nicht, an einem Eidgenössischen, am Sonntagmorgen, geht es den meisten relativ gut. Oder? Also besser als an einem Montag, sonst nach einem Schwingfest, ja, das, weißt du, oder? Ja. Aber du hast auch nicht so viel geschwungen dann. Ja, aber da ist gleich lang, ja, weißt du, oder? Aber einfach, weil, ich weiss auch nicht, gut, es ist auch Einstellung. Aber wie viel Paarungen hast du am Samstag dann? Die Hälfte, 4. Eben. Ja. Das ist ja auch 4-mal weniger der. Also das ist lang. Ja, aber... Das ist streng. Am Eidgenössischen fährt es auch am Morgen um 8 Uhr an, oder? Am Samstag. Und dann hast du den nächsten Gang vielleicht um 10 Uhr.
nachher ist Pause, dann hast du nächste Übung vielleicht um 2 und dann noch um 4. Also eine huere lange Pause. Ja. Du wartest echt nur die ganze Zeit. Oder? Und das ist am eigenen noch viel strenger, oder? Ja, und es geht auch um. Ja, aber gleich, da sind wir wieder beim Thema. Die grösseren Wettkämpfe sind einfacher, weil du weißt, einfach was geschlagen hat, was du musst bringen, weißt du, musst nichts verwalten, weißt in einer eidgenössischen Saison, oder jetzt auch unsponnen, wo die Saison der Höhepunkt ist, ja, denkst du gleich immer an das. Du denkst immer, das muss noch besser werden. Okay, das muss ich dann schauen, weißt du. Jetzt habe ich den Gegner, muss ich mal schauen, wie es geht, dass es dem eidgenössischen vielleicht gegen den geht, weißt du, wie ich meine. Mhm. Dann ist das alles nicht mehr, dann kannst du einfach voll, weißt du, musst nicht mehr studieren, oder? Das ist wie der letzte Satz im Krafttraining. Du musst nicht mehr überlegen, ich muss da noch einen Satz. Kannst du ja. Und das ist verdammt schön. Ich muss noch einfahren. Ja, gut. Ja, voll. Hei. Und jetzt haben wir über diese Saison geredet. Und eben, du hast gesagt, es ist mal gut gegangen, ein bisschen weniger gut. Aber für dich jetzt die Bilanz von dieser Saison im Vergleich zu anderen Saison. Schau, ich muss zufrieden sein, alles andere wäre ja nicht fair anderen gegenüber. Also weißt, ich habe ein normales Kranzfest gewonnen, so nicht Waldner und Riggischwingen gewonnen. Ich sage, wenn du ein Bergfest gewinnst, ist viel schon gut, oder? Weil es gibt ja nicht viel, du machst ja nur 2 bis 3 Bergfest pro Saison. Ich habe das ja nur 2 gemacht, oder? Das ist super. Ich habe aber extrem viel liegen, weißt du? Ich habe zum Beispiel mein Heimfest Zuckerkantonal, hätte ich müssen gewinnen, weißt du? Wäre von den Gegnern her möglich gewesen, ich habe dort einfach den ersten Gang gestellt und nachher 5-mal keine Punkte liegen, weißt du, eben keine Zähne gemacht. Und so fest scheisse ich dann schon, wenn am Abend denkst, weißt du, jetzt schon schade, hast du es einfach so, weißt du, oder? Weil eben so viele Möglichkeiten hast du nicht im nächsten Jahr. Ja, so, weißt du, oder? Und Schwingen kommt halt noch dazu, weißt du, dass wenn du hörst, wenn du den Rückstritt hast, ist es fertig, oder? Du kannst nicht in eine Seniorenliga. Oder so, weißt du, was ich meine? Ja, weiss, es ist einfach von heute auf morgen, machst du nie mehr. Aber so Blausturnier gibt es nicht. Gibt es nichts. Du trainierst auch nicht mehr schwingen. Oder viel zu gefährlich, wenn du, ich sage mal, nur im Krafttraining zum Beispiel machst und dann willst du schwingen, wäre viel zu gefährlich. Ja. Und ich glaube, das sind sich viele auch nicht bewusst. Ich bin mir das aber bewusst. Weißt du, darum, wenn ich dann mal zurücktrete, wäre ich das schon mit bedacht. Ja, verstehe. Es ist einfach gesagt, aber wenn du weißt, dass man ich jetzt so gerne mache, in den letzten 20 Jahren habe ich das gemacht. Und ab jetzt mache ich das nie mehr. Das ist noch hart, oder? Das ist wirklich hart. Das ist schon ganz anders, als in vielen anderen Sportarten. Das ist schon geil. Weißt du, Senior, Veteran. Im Crossfit machst du jeden noch ein bisschen und so. Und Gewicht eben auch. Kannst immer noch, musst aber nicht. Ist so ein oder du kannst es wenigstens für dich machen. Ja, genau. Weißt, wir können es ja nicht mal mit trainieren. Ja, das stimmt. Also Krafttraining schon, aber es ist halt nie mehr das Gleiche, oder? Das ist ja nicht das, was du machst. Ja, Krafttraining schon, aber... Ja, aber eben, genau, es ist Zubringer und nicht Haupt... Ich liebe zwar Krafttraining, aber wie du sagst, nachher wird... Vielleicht mal Marathon oder so. Immer weniger, aber... Nein, sind wir ehrlich, also Krafttraining im höheren Bereich, also... Ich sage jetzt mal, ich rede jetzt nicht von Crossfit, ich rede jetzt wirklich, dass das wirklich würgen und hören, ist irgendwann auch nicht mehr so gesund. Nein, weißt, oder? Ja. Es ist auch nicht gesund, immer so schwer rumzulaufen. Weißt, also ich sehe zwar schon schlank aus, aber weißt, ich bin gleich 130, 32 Kilo schwer und für den Körper ist es sicher nicht so ein Vorteil, weißt du, oder? Nicht nur. Ja, nicht nur, ja. Schwingen ist nice to have, aber sonst nein. Mit dem Ego wandern. Ja, nachher sicher. Ja, voll. Das wäre schon schön, weißt du, oder? Mit der Family und so, weißt du, oder machen Velo fahren, schadet sicher nicht. Voll. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ich finde immer noch, du hast gesagt, ja, dort hätte ich noch können, aber Honey, weißt du, wie ich meine? Honey, und das nehme ich mit, und das ist ja schön, und eben, es gibt wenig, wo das könnt. Ja. Und jetzt nächstes, was sind deine Ziele? Jetzt nicht unbedingt Sport, also einerseits resultatmäßig, aber noch viel mehr deine persönlichen Ziele. Was willst du unbedingt mitnehmen auf nächste Saison? Also, oder jetzt aufs Training zuerst, wir reden noch nicht von der Saison, wir reden zuerst mal vom Training. Also Training ist es schon, dass ich einfach clever trainiere. Smart trainieren, um gesund durchzukommen, schlussendlich. Das ist das Wichtigste. Man sagt das immer so, weißt du, ja, gesund bleiben, aber ich weiß schon, was heisst. Ja, voll. Das ist das Ziel, also nicht verheizen oder so. Weißt, ich bin manchmal gleich noch ein bisschen zu wenig geduldig. Ich habe im Dezember ja manchmal das Gefühl, ich muss jetzt 200%, dass ich ja genug Saft da innen raus. Das ein bisschen lockerer vielleicht nehmen, weißt du? Und danach auf dem Schwingen. Also, weißt du, wenn es so ist wie diese Saison, bin ich zufrieden. Mhm. Oder weil ich am wichtigsten Schwingfest können, die beste Leistung bringen
vom Jahr. Ich hatte einen super Schwingfest und das stimmt für mich. Das fällt mir jetzt auch nicht, das ja. 20. Oder, weil ich kann wirklich besser sagen, also weißt du, es ist ja so, es wird auch wieder Mendung. Mhm. Weißt du, das ist einfach so. Mhm. Es gibt keine Welt mit zusammen für mich, wenn es verschissen läuft, oder? Ich kann mal, wenn ich einen Gang verliere, mal lachen und sagen, hey, jetzt bist du einfach selber schon. Ja. In Gottes Namen, weißt du, oder? Mit 20 hat dich alles hinter Frage. Ja. Das ist sicher das Ziel wieder so. Und ja, und sonst bin ich sehr zufrieden. Weißt du, wie alles läuft? Mit dem Geschäft, mit der Familie. Also, das darf einfach so weitergehen. Cool. Ja. Cool. Ja. Also an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, alles Gute für das kommende Training. Danke. Und für die nächste Saison. Und natürlich gute Gesundheit. Danke, danke. Und danke, bist du vorbeikommen heute. Ja, schon. Zu uns. Ja, mega cool. Also können wir sehr gerne wieder einmal machen, oder? Erzählen. Ja. Ja, ist auch mega spannend, aber ich glaube, dass wir das Netzen. Ich finde halt einfach, weißt, wenn du. Ich finde einfach, weißt, wenn du so. Du kannst selten kann ich auf dieser Ebene reden mit jemandem. Weil du redest halt vom genau Gleichen. Genau gleich. Du hast kein Konkurrenzdenken, wenn du sonst mit einem Athleten. Ich kann mit den wenigsten Athleten. Es gibt einzelne Schwingen von anderen Verbänden, Spitzenschwingen, wo ich mega, wo ich es mega gut habe, wo ich mega locker kann reden, weißt. Aber sonst hast du ja gleich immer so ein bisschen nicht zu viel Preis gegeben, weißt. Wobei heute haben wir auch viel Preis gegeben. Haben wir viel Preis gegeben, wo das jemand kann. Ja, ich finde das halt spannend, weißt. Ja, das ist mega spannend. Meine, die Leute sehen immer nur dran an, weißt du, oder? Voll! Aber ich finde, wie so Zeug zum Beispiel mit dem vor dem Mundspiel beim Schlafen, weißt du, das dürfen die Leute auch sehen, weil es sieht so einfach aus, weißt du, oder? Aber jeder Schwinger auf dem Niveau leidet auch ein Stück weit und verzichtet ein bisschen, oder? Mega! Und darum habe ich zum Beispiel auch manchmal Mühe, wenn ich mit gewissen Schwingern über das reden will, und die sind dann wie, die geben das nicht zu. Okay. Aber wenn das so die Starken sind, weißt du, oder hey, alles gut, weißt du, oder? Und ich weiß aber, dass es nicht so ist, ja. Oder ganz klar. Und darum finde ich es super geil, wenn du nicht musst erklären musst, was das und das ist. Weißt du, im Krafttraining, wenn du ja, gerade mit gewissen Niveau reden plus die Sachen mit der Ernährung zum Beispiel auch, wenn das Gegenüber versteht, weißt du, das tun ja wenige, oder? Meine, am Morgen habe ich, das was ich vorhin gesagt habe, ich habe ja nie Hunger. Ja, das verstehe ich voll. Auch schon Schwinger sind zu mir gekommen und mich gefragt, du Pirmin, ich kann nicht zunehmen. Ich kann nicht, oder? Ich muss ja sagen, ich bin vor 5 Jahren bin ich noch 35 Kilo leichter gewesen als jetzt. Ich habe, bis ich die Ernährung so anpasse. Bis ich die Ernährung so anpasse. Und dann kommen manchmal Junge zu mir. Das ist crazy. Ja. Aber das ist ja schön, weil ich habe ja gezeigt, dass es geht. Ja. Step by step. Ja, mega. Da sind Leute zu mir von Schwingern und gesagt, ich kann nicht schweren. Es geht nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, also schau, probier jetzt mal am Morgen zum Beispiel. Da habe ich den Shaker geklebt, natürlich viel, viel weniger. Mach mal 70 Gramm Haferflocken, weißt du? Nicht mal die Hälfte von dem, was ich, oder? Ein bisschen Milch, ein bisschen Beere, weil die haben sonst nichts morgen gegessen. Ja. Ich probiere mal, es nützt, oder? Nach 2 Wochen habe ich es gesagt, und hast du probiert? Er hat gesagt, ja, aber weißt du, es ist mir so von ablöschen, weißt du? Ja. Irgendwann musst du halt. Willst du oder willst du nicht? Ich gucke manchmal an dem Shake zu so, weißt du, und denke, wow, weißt du, oder? Und dann ja. So, oder? Ja. Hauptsächlich drin. Ja. Das ist part of the game. Wenn ja. Du, ja. Auf einem gewissen Niveau, dass entweder willst du es und dann geht es, oder es geht nicht. Oder? Es ist immer so. Ich würde auch lieber einen Apfel essen, das Neue. Ja, und aber, nicht die scheiß Nüsse. Ja, aber es ist doch jeder so. Ich meine, wenn du das gerne machst, dann verhinderfragst du es nicht. Dann machst du es einfach. Ja. Das ist dein Job, oder? Aber ich sage immer, als Profiathlet oder so, das Einfachste. Als Profiathlet ist das Einfachste das Trainieren. Ja, genau. Weil darum machst du es ja. Genau. Alles andere ist scheiße. Ja, ja, eben. Das ist 2 Stunden am Tag. Eben. Ist geil, Mühle, ja. Oder? Hä? Aber wenn man am Nachmittag schon beim Arbeiten ist, studiere. Okay, warte, dann muss ich den Shake nehmen. Dann muss ich den Shake nehmen, dann muss ich schlafen. Oder? Ah, dann muss ich noch ein relaxen, noch ein dehnen, noch ein weiss nicht was. Genau, jetzt ist es am Mittwoch, ist am Morgen ist Krafttraining. Weißt du, bist nachher nach dem Krafttraining bist du am Arsch. Dann denkst du, okay, Mittag muss ich essen, am 1 muss ich arbeiten, am 9 Uhr, am Abend 7 Uhr heim, muss ich ein bisschen ins Bett tun, morgen Morgen wieder arbeiten, ja. Mit Training. Weißt du, das ist, also, so. Ist nicht, dass du schlimmer als es ist. Nein, das ist aber das Einfache ist. Es ist der Game, so, es ist, ja. So musst du es machen. Es ist auch immer, es ist auch so eine kurze Zeit. Es ist eine mega kurze Zeit. Ich glaube, das wird einem fehlen, wenn du es mal nicht mehr hast. Weißt du, also, ich meine, jetzt sind wir ja am Saft. Weißt du, ich reflektiere das viel und denke, hey, ich bin so zu Weg wie noch nie, es geht mir so gut, oder? Die Phase will ich nie mehr haben im Leben, so, weißt du? Weil nachher kommt ja blöd gesagt das Normale, weißt du, oder?
Du kannst zwar einen Job mehr rausholen, weißt du, und so, oder? Aber du kannst einfach, das ist einfach so, das Gefühl zum Beispiel, in einem eidgenössischen, in einem Platz in einem Kauf von 50.000 Euro, wirst du nie mehr haben. Nie mehr haben. Oder? Du hast ein Kind. Du hast zwei, eben nachher drei Kinder. Du kannst wirklich, ich habe das bei der Geburt von der Tochter gemerkt, du kannst es vergleichen, es ist ganz eine andere Ebene, weißt du, oder? Aber von den Emotionen her, wo so eine Geburt mit sich bringt, bringt dieses auch mit sich auf einer anderen Ebene, weißt du, oder? Aber das hast du im Job nie, weißt du? Voll. Du kannst, dein Geschäft kann nur so gut laufen, du hast nie diese Emotionen, weißt du, wie diesem, oder? Nie. Ja, das ist bei der Geburt von der Kind. Aber sonst hast du das nie mehr, oder? Das ist eigentlich noch brutal, oder? Sehr. Und darum eben muss man das auch geniessen und die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, wenn der Junge zu mir kommt und sagt, es geht nicht, dann sage ich, ja, dann willst du es nicht. Ja. Das ist sagt aber nicht, es geht nicht, ja. Oder? Es ist immer nur, du willst halt dann nicht. Ich hätte das, eben, viele Leute sagen schon, ich hätte das gerne. Oder ich weiß, das hätte ich auch gerne, das Leben, weißt du. Aber so. Zahlst du nicht, nein, das, was es braucht. Das ist ja ein anderer Punkt. Genau, oder? Drum, das ist so. Es ist manchmal, jetzt, vorhin habe ich über Fußballer gehatet, weißt, aber ich verstehe die manchmal schon. Wenn jetzt ein Fußballer sagt nach einem Match, ich habe wirklich Probleme am Kopf, nicht so motiviert, klingt blöd, aber manchmal verstehe ich es. Weißt du, das passiert uns auch. Ja. Ob jetzt der Millionen verdient oder nicht, oder? Ist auch nur ein Mensch. Da können die sich lang sagen, ja, jetzt sind er da der Cheater, weißt du, oder? Aber die sehen ja nur den Namen. Ja, oder? Aber ich glaube eben, die wirklich gut sind, ich kenne mich im Fußball auch zu wenig aus, aber die wirklich gut sind, die arbeiten bis zum Umkehren. Absolut. Bis die jetzt sind, absolut. Oder? Das ist crazy. Messi, Ronaldo, das weiss man, die arbeiten auch mehr als alle anderen. Die haben zwar ein Talent mehr als diese, aber es ist immer so. Also, man sagt immer Work beats Talent. Stimmt nicht ganz. Ja. Wenn einer talentiert ist, ist er einfach mehr. Also ist er einfach schon weiter voraus, genau, oder? Aber es ist häufig auch so, dass die, die Talent haben, auch mehr arbeiten als diese. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, immer je nach Alter. Genau, aber will, der macht häufig auch schon mehr. Der will das, oder weißt du? Und geht nicht. Voll. Und sagt nicht, hey, ich bin so talentiert, ich muss nichts machen. Der will noch mehr und der ist noch hungriger, oder? Ja. Und wenn das natürlich das zusammenkommt, Talent und Arbeiten, oder? Absolut, absolut. Aber eben, wenn er dann noch will oder wenn er dann halt nicht mehr will, ja, das ist ja, immer... Sagen, dann, ja, deine Entscheidung. Ja, ich sage manchen, wo mental so... Also weißt, jetzt komme ich langsam ins Alter, mit Jungen ja viele Fragen und dann gehst du viel gerne weiter. Ja. Sorry. Ich muss sagen, einfach, du musst dich fragen, was wollte ich an die Karriere können sagen über meine Karriere? Ja, okay, schön. Oder, mein Ziel ist, ich wollte sagen, ich habe alles gemacht, weißt, was ich habe, und der Rest war nicht in meinen Händen, fertig, oder? Aber wenn du Ende Karriere musst sagen, ja, vielleicht hätte ich dort noch mehr können und dort noch mehr können, weißt du? Der Brokkoli dort, der Brokkoli da. Sorry, das habe ich jetzt nicht. Den haben wir nicht können. Ja, ich muss ja anschauen. Ja. Nein. Voll. Nein, ich finde das auch sehr. Es ist ja auch cool, wenn man dann weiter Rolle ein bisschen wechseln kann, oder? Und sagen, hey. Es geht schnell. Ja, es geht aber schnell. In jedem Sport ist es echt so, du bist Nachwuchstalent. Und dann ist fast nahtlos Übergang und das ist schon so, wie lange willst du noch? Weißt du, oder? Das ist total. Ja, ja. Ist halt so. Voll. Sehe ich. Ja. Ja, das müssen wir unbedingt machen mit dem mal im Training vorbeikommen. Nein, einfach das Training mal. Ich habe auch im Turnverein, sind wir auch mal schwingen, oder? Ah, sind wir ja, ja, ja. Für mich ist das einfach, Schwingen ist für mich so ein Gewürg. Weißt du, was ich meine? Für mich, es ist Judo zum Beispiel ist viel ründer und flüssiger. Ja. Aber. Weil dort musst du eben auch. Im Judo hast du nicht deinen fixen Griff und den kannst du machen. Du musst den Griff ja suchen. Und das wissen wir. Wir haben auch schon Judo-Training gemacht. Im Schwingclub. Also weißt du, mal schauen, wie das ist. Die arbeiten noch viel sauberer, die Technik. Ja. Weißt, oder? Weil die haben da Gewichtsklassen und das Niveau ist dort noch viel ähnlicher. Ja. Weißt, oder? Bin ich ehrlich, im Schwingen, wenn du körperlich gut zu Weg bist und ein gewisses Gewicht mitbringst, so 110 aufwärts, weißt, hast du einfach einen Vorteil. Und wenn du einen hast, der nur 100 Kilo ist oder 90 Kilo, kannst du das auch ausspielen. Ja. Oder? Im Judo kannst du das nicht. Oder? Und darum muss es halt perfekt passen, weißt. Aber fühlt sich das bei dir schwingen, wenn du einen anziehst und übernimmst, wie ein Würgen an oder ist das für dich wie ein Fluss? Es sieht aus wie ein Gewürg. Es gibt Tage, wirklich an guten Tagen, fühlt sich sehr, sehr flüssig an, weißt, rund. Es gibt aber Tage, wo du das Gefühl hast, heute mache ich alles mit der Kraft. Ja. Was auch so aussieht, weißt du, oder? Verstehe ich. Weil
für mich, es ist so wie, wenn etwas zyklisch, das unendlich schwer ist. Und du bringst es kaum auf und du bist noch so auf der Stange und so. Und so hat es für mich so das angefühlt. Angefühlt, ja. Wir haben mal so Firmen schwingen. Weißt du, also ein Event, weißt, wo wir das probieren wollen. Dann zeigst du ihnen das ein bisschen. Und dann greifen die und dann ist es halt wirklich so ein zähes Umdingswürgen und es fühlt sich nicht rund an, es fühlt sich komisch an, weißt du, oder? Ja, und der Schwerpunkt ist noch so weit weg und du musst ja den zuerst mal zu dir bringen, oder? Ja, mega. Aber ich meine, wir müssen extrem viel Technik trainieren, dass das nachher rund aussieht. Ja, das verstehe ich. Und funktioniert und meine Belastungen für den Körper sind enorm, oder? Riesig. Ich meine, wenn du bei einem Schwung stehst du manchmal auf einem Bein auf der Zehenspitze, der Gegner ist in der Luft, der ist vielleicht 110, 20 Kilo, weißt du, oder? Und weißt du, was ich meine? Oder? Es muss dann passen, oder? Das ist dann gefährlich, oder? Ja, eben, und der kommt dann an. Ja, genau, der Fuß jetzt, oder? Der Bullenschenkel, Aber schon, auch wie du sagst, mit dem Einwärmen und so, das ist schon noch sehr traditionell, der Sport. Mega. Auch die Verbandsstrukturen natürlich, weißt du, und so. Und, aber schlussendlich, wir werden ja viel gefragt, was macht Schwingen aus? Weißt du, dass es im Moment so baut, oder? Und ich glaube, es ist halt schon das. Schon das. Oder? Einfach am Schwingfest selber, manchmal ist es fast ein bisschen kitschig. Ja. Weißt du, Fahnen schwingen, Halbport blasen, oder? Ich meine, wir haben ja keine Sennenhämmerle am Alltag und die wenigsten von uns... Wieso denn nicht? Scheisse Ausgabe. Die wenigsten von uns sind Bauernsöhne, weißt du, oder? Früher war das ein Alpensport auf den Alpen, aber das ist nicht mehr so, oder? Aber die Leute, die Schwingfest kommen, die suchen ja das Unverfälschte. Es ist ja schon lange nicht mehr so. Meine, bei uns geht es auch um Sponsoring und alles, weißt du? Aber du hast gleich noch ein bisschen das Gefühl, heile Welt. Oder? Wir haben ja absolutes Werbeverbot in der Schwingarena, weißt du? Wir dürfen zwar unsere Trainerjacken anhaben, wenn wir reinlaufen, aber im Sackmal innen ist werbefrei. Plus muss vom Veranstalter wird jede Arena abgenommen. Dann stehst du zumindest in Platz 5 rein oder 7 und dann schaut er um. Und wenn du zum Beispiel zwischen zwei Tribünen aus einem Grillstand hast, wo auf dem Schirm noch Rivella steht, oder? Muss der umzügeln. Genau. Oder? Das ist sehr strikt, oder? Die Zuschauer dürfen da haben, wenden, oder? Aber Kampfrichter, Schwinger und alles, das ist alles. Das darfst du nicht sehen. Ja. Hätte ich das Drama gegeben mit den Socken da? Am letzten Eidgenössischen. Oder vorletzten hat der Schwinger auf den Socken so Werbung gehabt, weißt du? Okay. Also die Hose ist aufgerutscht und er hat ein Nike-Zeichen auf dem Socken gehabt. Nicht mutwillig. Aber bei uns ist das verboten. Das musst du abkleben. Das weiss man, oder? Okay. Blöd gegangen, oder? Das Riesen ist nachher über den Blick und überall gewesen, weißt du, oder? Aber das braucht es, weil das unterscheidet uns von anderen Sportarten. Ja. Weißt du, dass wir halt gewisse Regeln haben, oder? Auch zum Beispiel, weißt du, ein Shirt, ich darf das nicht das unter dem Hemd an, wenn der Reissverschluss so ist. Das ist es gerade, ja. Wissen wir einfach, das ist einfach so und das muss auch so bleiben, oder? Ja. Weil du könntest natürlich. Zum Beispiel der Platz auf der Schwinghose da, weißt du, kannst du Millionen verkaufen. Ja. Teuer, weißt du, da würden die ausländischen Firmen viel Geld zahlen für das, weißt du? Aber es ist gut, dass das nicht geht. Ja. Ja. Sonst würden wir wahrscheinlich den Reiz, den Charme verlieren, den Schwingen jetzt gerade hat. Oder? Aber für dich ist schon, jetzt rein von deinen Sponsoren her, es ist wichtig, dass ohne Arbeiten, das sind null und nimmer, oder? Nein, also mir geht es schon gut, weißt du, oder? Ich habe zum Beispiel jetzt durch das, dass ich Sponsor habe, können ein Geschäft aufbauen jetzt auch, mir ein Studium finanzieren, weißt du, bin nicht irgendwie auf dritte angewiesen gewesen. Und jetzt, wie soll ich sagen, es ging auch ohne Arbeiten, weißt? Okay. Aber ich will das nicht. Ja. Also ich, jeder muss es selber wissen, ich könnte es nicht nur 40% arbeiten, da fehlt mir einfach etwas, weißt du, als Ausgleich. Ich hätte ja können sagen, ja gut, solange ich jetzt schwinge, kann ich 40% arbeiten, lass Physio und chill sonst, oder? Es ging ja, aber irgendwie fehlt mir etwas, weißt du, als Ausgleich im Alltag. Und für mich stimmt das jetzt so, für andere stimmt es diesen Weg. Das ist ein Schwinger, der nicht mehr gearbeitet haben. Okay. Und ja, das muss jeder selber wissen. Das wird in Zukunft, bin ich ganz sicher, auch die ersten Vollprofis geben schwingen. Oder? Ja, ich meine, dort sind wir schon ein bisschen Traditionalisten. Weil, wenn ein Schwinger, sage ich jetzt, weißt, 100, 200, 300.000 Franken im Jahr verdient, von den Besten dort, wieso soll der noch arbeiten, 80%? Also, es sind jetzt in deinem Fall sind das Sponsoren, die du suchen musst, die du
die Verträge und alles ich machst. Ich bin nicht das einfach, so wie ich jetzt gesagt habe. Nein, nein. Nein, aber sind das Sachen, wo du dich darum kümmerst oder wo du die Anfragen Nein, ich habe einen Manager für das. Ja. Der Michi, der das für mich macht, der auch alle Anfragen beantwortet, weil sonst ging es sicher nicht, oder? Ich sage auch 90% von den Sachen ab, weißt, von Anfragen für irgendwelche Anlässe oder so, weil es nicht, also ich mache nur das, was ich gerne mache und wo irgendwie Platz hat. Ich habe auch wenig Sponsoren, aber sehr, sehr gute, sehr, sehr langjährige, weißt, unsere Loyalität viel wichtiger, oder? Und die Sponsoren wissen dann genau, für was sie mich einsetzen können und was ich gerne mache und so, oder? Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht, weißt, ich habe mal einen Sponsor gehabt. Für den habe ich an ein Golf-Event, weißt? Also an ein Golf-Event auf einem Golfplatz den Kunden gehen Aperol ausschenken und so. Okay. Weißt, das war so ein Netzwerkanlass für dich, oder? Da war ich noch jung gewesen, oder? Da habe ich das einfach gemacht, oder? Aber bei dir stand ich, was mache ich da, weißt, ja. Oder? Ja. Und jetzt habe ich zum Glück Sponsoren, die wissen, dass das macht der Pirmin nicht, weißt, oder? Oder das ist ihm nicht wohl und ich habe wirklich sehr coole Events oder Projekte, alle, weißt, wo ich mich mega wohl fühle. Jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht nächste Woche für einen Sponsor Gössi Carreisen von Luzern. Gehe ich 4 Tage mit auf eine Jassreise, weißt du? Ja. Das mache ich alle, ja. Das mache ich sehr gerne. Cool. Ich kann noch ein Kollegen mitnehmen, weißt du? Es sind viele ältere Leute, die ich kenne von der Schwingfest. Gehe ich 4 Tage mit denen in Südtirol. Weißt du? Das sind coole Sachen. Ja. Und anders muss ich zum Glück auch nicht machen. Oder? Cool. Ja. Aber ist auch so, dass der Verband, der Verein dich unterstützt? Oder bist du voll allein auf... Wir müssen dem Verband 10% abgeben für unsere Einnahmen. Am Schwingerverband. Also von deinen selber gesuchten Sponsoring-Einnahmen? Ja. Das ist einfach so. Das ist seit ein paar Jahren so. Sogar noch, wenn du aufhörst, musst du noch 3 Jahre lang abgeben. Das ist halt einfach so. Oder? Es ist, ich muss jetzt... Es wird gut eingesetzt, das Geld. Weißt, es geht in Nachwuchsförderung, es wird gebraucht für Schwinghallen bauen. Wirklich sehr, sehr gut. Der Verband braucht das Geld auch. Ja, das glaube ich. Und er zeigt auch Transparenz, wo es eingesetzt wird. Weißt, von dem her gut. Man kann diskutieren, ob es das nötig ist oder nicht. Aber es müssen andere Skifahrer müssen das auch teilweise. Weißt. Darum ist es schon in der Ordnung. So. Aber Überkauf vom Verband oder der Club tun wir nicht. Weißt, es ist ja ein Einzelsponsoring, also die meisten Schwinger verdienen keine Franken, weißt, mit dem, oder? Das musst du selber wählen, das heisst aber, du musst dich auch vermarkten halten. Ja, so. Du brauchst einen Manager, der auch die Sponsoren sucht oder Anfragen annimmt. Und du musst dann aber auch selber dort anstehen. Ja, ja. Ich meine, das ist ja das andere. Ich meine, im Schwingen wird es viele so ein bisschen, der verdient wieder Geld dort, weißt du? Ja, macht er etwas dafür. Ich höre das viel, weißt du? Aber ich meine, du stehst nicht an einer. Morgen um 2 habe ich eine Autogrammstunde an einer Gewerbeausstellung, weißt du? Das macht kein anderer für mich, weißt du? Ich meine, klar, wir verdienen schön Geld mit dem, aber wir machen auch etwas dafür. Du machst etwas dafür und du brauchst ja das Geld auch. Genau. Das ist ja dein Job. Also meine, die vielen Stunden, die du investierst, die sieht niemand, oder? Ich habe mal das als Blausch ausgerechnet. Die Stunden, die man für das Training investiert in einer Karriere, nur die Stunden, wenn du die arbeiten würdest, kommst du über 1 Million, weißt du? Das ist viel, weißt du? Ja, voll. Ausgerechnet. Ja, voll. Und krass. Plus, ich habe zum Beispiel. Weißt du, als ich zu meinem Athletiktrainer bin, mit 18, hatte ich noch kein Autobillett gehabt. Da bin ich 2 Mal in der Woche, 1,5 Stunden mit dem Zug. Ja. Ich hatte keinen Sponsor gehabt, weißt du? Ich war um 12 Uhr nachts daheim, oder? Ja. Ich war noch der Stifter. Ich habe meinen halben Stiftenlohn pro Monat dem Trainer gegeben, weißt du? Also so Sachen, weißt du? Crazy, ja. Das weiß ja niemand. Das ist gut. Das ist einfach mal, das ist einfach investiert. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ja. 2019. Bin ich nach einer Verletzung zurückgekommen und habe gewusst, also ich war im Studium, habe 4 Tage in der Woche Studium gefahren. Am Freitag bin ich immer Freitag, Samstag noch in einem Metzgerei gearbeitet, um Geld zu verdienen. Ich hatte keinen Sponsor. Ja. Und dann wusste ich, jetzt geht es nicht mehr. Während der Saison habe ich aufgehört zu arbeiten, Freitag, Samstag, habe keine Franken mehr gehabt. Nichts, oder? Ja. Kein einziger Sponsor. Und dann wusste ich, jetzt muss ich das einfach, bis nach dem Eigenessen muss ich das einfach riskieren, weißt du, oder? Und ist ja zum Glück aufgegangen, habe mir ganz fest gewonnen, habe ja Sponsoren gefunden, aber ich habe die Sicherheit nicht gehabt. Und ich finde, das Risiko darf auch belohnt werden, weißt du? Voll. Wie in einem Job. Ja, absolut. In einem Job, wenn du mehr Einsatz gibst, verdienst du auch mehr.
Und wenn es ein anderer macht, dann soll es ein anderer machen. Aber es macht es ja keiner und es genau, kann ja auch nicht gerade einer. Aber wenn du manchmal schwingen und sagst, ja, die verdienen wieder, da schafft nur noch 80%. Nein, oder? Das finde ich auch nicht richtig. Ja, du verstehst das, aber es verstehen viele nicht. Ja, das glaube ich. Und meine die Geschichte, die erzähle ich ja sonst auch nicht. Ja. Weißt du, oder? Das kann ich nicht kaputt. Aber es ist nachher öffentlich dann. Ja, ja. Nein, ich finde auch wichtig, dass... Nein, ich finde es mega wichtig, ja. Dass vielleicht ein bisschen Verständnis mehr da ist, weißt du. Und meine, das, so Sachen, jeder Spitzenschwinger hat die Geschichte, weißt? Ja. Und jeder darf auch, finde ich, stolz ein bisschen auf das Ganze, weißt? Was einer sich da aufbaut, oder? Weil sie erkennen die Sicherheit als Junge, dass es gratis, weißt? Du machst das einfach aus Freude und ich mache das auch nicht wegen Geld. Nein. Und du hättest ja nicht damit gerechnet, also da zumal. Du hast einfach gesagt, hey, das macht Bock, mach das, oder? Das ist cool. Nein, wir sind hier eine Gruppe gewesen, jetzt schweife ich Uhren aus, aber wir sind hier, wo zum Athletiktrainer sind wir jetzt 5. in ein Probetraining. Ich war 18 und alle anderen waren 20, 25, ich in der Stifte. Und der Athletiktrainer hat gesagt, gut, ihr könnt als Gruppe kommen, der kostet so und so viel, oder? Alle gesagt, wow, super, oder? Ich mit 18 oder 9 Jahren habe nachher am anderen Tag angefangen zu telefonieren mit denen. Also gut, gehen wir, oder? Und der eine vom anderen anfangen abzusagen, weißt du, oder? Ja, ist mir zu teuer, weißt du? Ja, das ist natürlich immer teurer geworden. Und dann habe ich dem Trainer angerufen und gesagt, hey, look, ich wollte einfach kommen. Ich habe die Hälfte von meinem Monatslohn gegeben, mehr kann ich nicht. Er ist so geil, als ich war, und hat gesagt, hey, komm, ich konnte hier am Anfang wirklich günstig für 200 Stutz im Monat habe ich gehen. Also ich musste sogar noch ein bisschen weniger müssen zahlen. Er hat auch Potenzial gesehen, mir, weißt du, oder? Und ich habe gesagt, das war gleich viel Geld. Aber hast du nicht gefragt, wollte ich das? Ja. Also, das hast du einfach gemacht, ja. Weißt, oder? Und ich nicht denke, zahlt sich das mal aus oder so. Oder? Ja, das muss man auch nicht. Nein, no, das muss man das auch nicht. Ja. So würdest du denken, weißt du, oder? Voll. Ja. Ich habe einfach angefangen und gemacht und gemacht und gemacht. Genau. Also, ja. Ja, also schlussendlich hast du das sicher gehabt, dass im Nachhinein denkst du so, ich kann schon nicht. Also klar, ich habe alles durchdacht und so, aber so richtig, das Risiko nimmst du ja voll in Kauf. Ja, voll in Kauf, aber so das Risiko für dich dort. Was war das Risiko? Okay, das Geld ist halt weg und meine Zeit ist weg. Ja, genau. Aber ich habe etwas dabei. Also, ja, und dann habe ich etwas gelernt. Ich bin weitergekommen. Genau. Also, du hättest jetzt das nicht gemacht mit großer Quick-Idee. Dann hättest du immer gedacht, was wäre gewesen. Ja, genau. Im schlimmsten Fall, oder? Dann ja, das ist halt das Geld weg. Ja, genau. Drauf, ja, genau. Aber wenn du das in dir drin hast, den Drang, etwas zu machen, probieren. Musst du es machen. Ausprobieren, ja, voll. Eben, es gibt schon, nachher denkst du manchmal schon, hey, schön ist alles super gegangen, weißt du, oder? Weiß nie, aber ich weiß ja nie, ob es so wird bleiben oder nicht, aber es ist auch wenn du drin bist, geht es ja auch immer. Sehe ich auch so. Spannend. Sehr, ja, sehr. Hei, hei. Lang haben wir jetzt geschnurrt? Lang, eins. Ist das Ben? Ist das Ben? Nein, 10:08 ich werde heim. Wirklich? Ja. Also ja. Hey, easy. Ja, sicher. Meine Frau hat gekocht. Also, oh, wirklich? Man sagt, dass ich spät heim. Also ja, nein, easy, voll easy. Aber es ist alles mega. Mega. Und das mit dem Training, das müssen wir mal machen. Mhm.